Tada! Wow, was ist das denn? Gesundheitsforschungsinstitut. Die halten Vorträge, wie die Leute mal bewusster und gesünder leben können. So, das offizielle Büro der militanten Veganerin stellen wir mal hier hin. Ich schreibe den Menschen vor, wie sie zu leben haben. Die Autos suchen sich ja den kürzesten Weg zu ihrem Zielpunkt und für fast alle ist es halt diese Autobahnauffahrt. Heißt, wenn wir diese Auffahrt ein bisschen länger machen, dann sollte das doch für manche Autos sich lohnen, dass sie zum nächsten fahren, oder? Damit wir das Ganze so ein bisschen verteilen. Intuitiv klingt es jetzt erstmal nach komplettem Müll, aber das sollte funktionieren. Liebe Bürger, das ist nur zu eurem Besten. Gegner mit Tomaten abwerfen ist psychologische Kriegsführung. Wie damals bei der Belagerung von Deggendorf. Als eine mutige Kriegerin die Gegner mit Knödel abgeworfen hat, dann hat die Belagerung angenommen, dass die einfach viel zu viel Essen haben und die deswegen den Angriff nicht schaffen können. Und somit haben die Knödel Deggendorf verteidigt. Jetzt haben wir aktuell aber um die Insel herum nur so einen Graben und noch kein wirkliches Meer. Auch absolut geile Kameraführung, die immer wieder in diesen kleinen Graben reinfällt. So, wie scheiße sieht denn das eigentlich aus? Und die einzige Art, wie ich jetzt sehe, wie wir da Wasser reinbekommen, ist, wenn wir hinten uns Abwasser entsorgen. Heißt, wir scheißen jetzt einmal alle cremig hinter den Mount Chiliad. Das große Comeback des Wurstapparats. Ich hab mega Spritsch. Wait, hier kommt unser erster Besucher. Yes, Emma ist unterwegs zur Hüpfburg. Ich hoffe, du hast hier die Time of your life. Was macht die da? Was ist das? Hier kamen jetzt zwei Leute vorbei und die kommen beide von der Eiswürfelfabrik. Wird das ein Betriebsausflug zum Scheiße-Aquadukt? Nee, Diggi. Oder haben die hier ein Date? Ich meine, die Location wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber I don't judge. Da kommt noch jemand dazu. Ist das Emmas heimlicher Lover? Also Albert, das mit der Emma würde ich mir nochmal überlegen. Guck mal, wie die parkt. Findet ihr eigentlich, ich habe mich schon genug zum Affen gemacht oder muss ich mich noch ein bisschen mehr zum Affen machen? So, ich laufe da mal los, ne? Was hat sich eigentlich die KI dabei gedacht, mir diese Challenge zu geben? So, ChatGPT, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Ah, du bist aber auch dämlich. Ich habe doch eh schon mit Akne zu kämpfen und jetzt stopfe ich mir auch noch diese komplett vollgeölten Controller in die Fresse. Ich habe eventuell noch ein bisschen weitergebaut und etwas übertrieben. We're going to build. Jeder Parkplatz hat 24 Parkmöglichkeiten und wenn mein Mathe nicht ganz scheiße ist, dann sollten das ungefähr 15.000 Parkmöglichkeiten sein. Und wieso müllen die sich hier schon wieder voll? Auf jedem lila markierten Parkplatz befinden sich Touristen und das ist halt fast jeder, obwohl die Stadt noch nicht mal fertig gebaut ist. In der Mitte der Stadt haben wir auch den quasi höchsten Grundstückswert, den man in diesem Spiel erreichen kann. Es könnte alles so schön sein, aber nein, du musst dir ja Scheiße in der Mitte wünschen. Die Scheiße nimmt next level Ausmaßen an. Unsere Abwasserklärung ist tatsächlich gerade relativ niedrig, also immerhin hilft es dem Rest der Stadt. Gönnung. Stell dir mal vor, du bist hier im Urlaub, zahlst den höchstmöglichen Preis und plötzlich kackt dir jemand vors Auto. Die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. An diesem einen Slot wurde das Haus noch nicht fertig gebaut, heißt der Parkplatz ist jetzt auch etwas abgesunken. Jetzt hat er hier als einziges ein kleineres Haus hingebaut, nur damit wir Platz haben, damit der Twingo von dem Kollegen hier absäuft. Kann das sein, dass genau an dieser Stelle der Bodenrichtwert noch weiter hochgegangen ist? Naja, wenn es euch gefällt. Ich finde sowas auch ganz geil. Ich habe jetzt mal eine Buslinie vom Flughafen aus weggemacht, einmal an allen Parkplätzen vorbei, quasi so als Sightseeing-Tour. Passagiere letzte Woche null, ja läuft ja spitze. Du bist pleite, lelele. Das Wetter macht ihnen zu schaffen? Keine Sorge, das Wetter wird sich bestimmt bald ändern. Geiler Tipp, Kollegen. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass Parken echt eine geile Aktivität ist, wenn man so parkt wie die Leute hier. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Leute mal aufhören, auf der Straße zu parken. Das ist ja quasi Steuerhinterziehung, was die da machen. Und du verdienst die absolute Höchststrafe. Wir legen dafür mal kurz einen Stadtbezirk fest. Namentlich Rewe-Parkplatz. Weil wenn man irgendwo abgezogen wird, dann am fucking Rewe-Parkplatz. Guckt euch die Scheiße an. Hier, ich muss das mal abdecken, damit man mein Kennzeichen nicht sieht. 30 Euro darf ich zahlen. Was, du parkst am Rewe-Parkplatz, um beim Rewe einkaufen zu gehen? Das ist ja eine Frechheit. Geh nie wieder zu Rewe. Lidl und Kaufland sowieso beste. Ich klau gleich alles hier, alles so pungo, pungo. Anyway, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Beim Rewe-Parkplatz können wir zu Richtlinien festlegen. Und das Wort Straßenrand-Parkgebühr ist absolut Musik in meinen Ohren. Für das Parken am Straßenrand wird eine Gebühr erhoben. Die Parkkosten können mit dem Schieberegler angepasst werden. Also wer bei der Auswahl an Parkplätzen immer noch am Straßenrand parkt, das gehört sich auch dafür bestraft. Also dass ein Parkplatz keine Freizeitaktivität ist, sehe ich absolut nicht ein. Der Parkplatz ist niedergebrannt. Guck, hier hatte schon jemand seinen Spaß. Bei den normalen Parkgebühren vom Parkplatz bräuchten wir dann 50 Autos pro Monat, damit sich das Ganze hier lohnt. Und gerade bei den gering besiedelten Wohngebieten ist das nicht ansatzweise realistisch. Aber wenn ich jetzt hier die Parkgebühren auch noch hochschepper, ich meine, was wollen die dagegen tun? Auf der Straße parken? Ich glaube nicht. Das hat nämlich nichts mit Demokratie, sondern eigentlich mit Diktatur zu tun, nur mal so am Rande. Keine Münzen. Ist auch levelabhängig. Es gibt Level, die tatsächlich unmöglich werden, ohne Münzen einzusammeln. Ich habe eine Münze eingesammelt, also bin ich komplett dämlich. Ich schätze jetzt einfach mal, im linken ist doch normalerweise eine Münze drin und im rechten dann das Power-Up, oder? Yes. 10er Münzen, auch höchst illegal. Genauso wie ich keine Gegner töten darf, weil die droppen auch Münzen.
Wieso ist da ein versteckter Block? Was soll die Scheiße? Da komme ich, wo die fette Scheißerei rauskommt. Ja, warum du jetzt genau der Wurstapparat bist, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber ich appreciate es. Ah. Let's talk about music. What music are you into? It's very grown up. Ich meine, was habe ich von euch auch anderes erwartet als Peppa Pig 1940? Hier in diesem Felsen müsste dann das Vinewood-Logo hin. Und als das Wahrzeichen der Stadt muss hier das hin, was am meisten Leute anzieht. Und wer diese Videos hier kennt, weiß genau, was es heißt. Leute, es ist Zeit fürs erste fette Parkhaus. Die beste Neuerung an diesem Game. Alter, wie scheiße teuer ist denn das? Erstmal die Steuern hoch. So, und dann kommen schon wieder die ersten Vollidioten, die davor parken. So, das ist was, das wird sich nie ändern in diesem Game. A. Mach ihr ein direktes Kompliment. B. Bring ihr ein romantisches Ständchen aus einer Oper. Mach deine Hose auf. Bedecke deinen Schwanz mit einem Kissen. Dann enthülle ihn vor ihr. Hey, yo, what the fuck? Und natürlich nehmen die alle C. Alter, Leute, jetzt holt er seinen Schwanz raus. Es gibt hier auch teilweise ein Plus, wenn es verschiedene Versionen einer Flagge gibt, wie zum Beispiel bei Großbritannien. Und Russland hat einfach die fucking Sowjetunion. Also ich meine, da ist es ja offensichtlich, was wir spielen, oder? Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, dass wir 260 Tonnen Weizen produzieren, aber immer noch 1000 Tonnen importieren müssen. Ich habe schon dreimal das größte Weizenfeld, das man bauen kann. Also sogar wenn ich auf alle fruchtbaren Felder eine Landwirtschaft draufstelle, dann passt das doch vorne und hinten nicht. Könnt ihr mal weniger Bier saufen oder warum brauchen wir so viel Weizen? Und auch geil wäre es, wenn ihr mit eurer 107% Effizienz mal anfangt, das Feld zu bestellen. Das ist halt die ganze Zeit leer. Ich weiß nicht, sind die gerade noch dabei, das richtige Mindset zu bekommen? Mich hält keiner von meinen verfickten Zielen ab, Mann! Meine Bauern jubeln der Mülltonne zu. Was zum Fick. Also im Vergleich zum ersten Teil sind die Leute in City Skylines 2 sehr bescheiden auf der Toilette. Also seitdem wir uns entschieden haben, das ganze Abwasser hinter dem Mount Chiliad zu kippen, ist nur diese kleine Pfütze hier entstanden. Keine Ahnung, fahren die alle aus der Stadt raus zum Kacken? Da hat sich doch safe schon die Hälfte im Auto eingeschissen bei dem ganzen Stau hier. Was wir jetzt aber machen können, ist hier das Wasser abpumpen, aber dann nicht mit dem Netzwerk der restlichen Stadt zu verbinden. Die Wasserleitungen verlaufen unter der Straße. Heißt, eigentlich ist jedes Haus irgendwie mit dem normalen Wassernetz verbunden. Außer, ich habe einen Trick gefunden, wie wir das Ganze umgehen können. Nämlich können Autobahnen kein Wasser transportieren. Heißt, wir machen hier den unnötigsten Autobahnauffahrtskreis. Direkt dahinter darf dann unser Versuchsobjekt einziehen. Ich lasse jetzt kurz diese Straße noch da, damit die Material haben, um das Haus zu bauen. Und wenn ich die danach lösche, dürften die keine Wasserverbindung mehr haben. Total gemein. Die Familie bekommt dann noch ein persönliches Windrad, weil irgendwo müssen die auch ihren Strom herhaben. So, Familie Peters, herzlich willkommen. Moin. Guck mal, ihr habt hier drei Straßen. Da reichen doch auch zwei, oder? Dann mal kurz das Wasserrohr verbinden. Das ist halt so asozial, was wir hier machen. Dadurch, dass man jetzt Wasser und Abwasser unabhängig voneinander transportieren kann, kann Familie Peters sogar immer noch scheißen gehen. Wir freuen uns. Und das während den 46.000 Menschen in die Leitung scheißen. Ich weiß nicht, wo die hier oben ein zuverlässiges Postwesen finden, aber das ist für die Grund genug, hier nicht auszuziehen. Waren die nicht gerade noch arm? Wieso sind die jetzt bescheiden? Haben die da jetzt ein Business draus gemacht, dass die Scheiße trinken? Der kriegt jetzt noch einen Privatarzt auf der anderen Seite der Straße. Aber sie stehen dem Ganzen immer noch neutral gegenüber. Ich meine, eine Privatklinik, wir bieten den Leuten schon was. Ich finde so geil, wie wir so gezielt eine Familie mobben können. Du asoziales Element! Genau das sind die Neuerungen, die ich in City Skylines 2 gebraucht habe. Familie Peters, more like die Familie Pippi Peter. Ihr müsst aufhören. Hier unten steht eigentlich ein fetter Drache und stattdessen haben wir jetzt einfach zwei fette Drachen. Es ist unmöglich! Und scheinbar reitet auf dem Drachen ein Riese. Drachen sind eigentlich so cool, aber in dem Game gibt es einen Drachen, der heißt Platzi Du Sachs und jetzt kann ich Drachen nicht mehr ernst nehmen. Das klingt wie so eine Biermarke aus Bayern. Ich sag mal mein Häube vom Platzi Du Sachs. Deine Kühe sind weg. Hast du überhaupt einen Verdächtigen? Sonst kann ich auch wieder nach Hause gehen. Kann ich mich selbst anzeigen? Ich möchte wissen, wer das Gericht kaputt gemacht hat. Du hast doch gerade zwei Blöcke aus dem Boden gemacht, Jojo. Wir haben hier überhaupt keine Anzeichen, wer an irgendwas schuld ist. Hilft das? Beißt sich auch gar nicht mit meiner Streammusik. Ein Verdacht ist jemand, der den Server verlassen hat. Es hat seit der Anschuldigung niemand den Server verlassen. Maybe Argusaugen. Ja, aber man kann jetzt nicht einfach irgendjemanden sagen, nur damit wir Verdächtige haben, weil es funny ist, einen Gerichtsprozess zu haben. Leute, so funktioniert das nicht. Danke dafür. Hier klopf, klopf, klopf. Das Urteil des Richters ist, ich habe keine Ahnung. Aber da stelle ich mir halt schon die Frage, wie schlimm kann man eigentlich so eine Kreuzung machen? Jetzt geht's los! Wir nehmen mal die achtspurigen Straßen. Hell no!
Ich meine, wer hat denn gesagt, dass wir nur 4 Straßen von einer Kreuzung wegmachen, oder? Da geht doch eigentlich noch mehr. Ich meine, das Spiel sagt mir zwar hier, das ist eine ungültige Form, aber ich mach's halt einfach trotzdem. Ich bin ein echter Gangster. Ich muss nur immer genau die Mitte der Kreuzung erwischen. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt, sobald ich das Straßentool aufmache, fängt das Spiel übelst an zu ruckeln, weil das versucht, hier die Strecken zu berechnen. Ich muss nur aufpassen, weil wenn ich die zu nah aneinander mache, da drüben könnt ihr es sehen, so dann verschiebt sich quasi einfach nur die Kreuzung nach außen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist hier wirklich eine Frage von einzelnen Pixeln. Und was ist denn jetzt hier passiert? Ich glaube, ich sollte vorher einmal das komplette Gelände glätten. Can you shut the fuck up? Das ist halt wirklich nicht so leicht, weil mit irgendeiner Straße von vorher verbindet die sich immer. Das Game läuft halt jetzt schon mit ungefähr 3 Frames. Wie soll denn das werden, wenn der Kreis fertig ist? Komm, nein, den Knotenpunkt. Nein, das ist er nicht. Ey, das ist so schwer, den hier überhaupt zu treffen. Ja, da ist er. Wir sind jetzt bei unter einem Frame angekommen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, schlimmer geht's echt nicht mehr. Und das Ganze steht auch noch hinter unserer anderen Stadt. Jetzt dürfen da erstmal alle durch den Scheiß hier durchfahren und sich dann das hier gönnen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ich werde die auch außen nicht mit miteinander verbinden, weil da muss wirklich jeder durch die Mitte fahren. Und die äußeren Strahlen werden noch ein bisschen erweitert, damit hier auch noch mehr Leute wohnen können. Ich kann hier überall ohne Probleme Straßen setzen. Guck mal auf meinen Cursor, aber sobald der irgendwie in die Mitte geht, komplett Standbild. Wir können jetzt endlich das machen, was wir eigentlich machen wollten. Da fließt die Scheiße. Ey, wehe, das ist jetzt verantwortlich, dass da nochmal eine Überschwemmung kommt. Scheiße! Leck mir doch! Aber ich finde, irgendwas fehlt da noch. Geschwindigkeit. So. Ja. Ja, genau so soll das aussehen. Überhaupt nicht verbuggt. Das ist die Scheiße. Oh nein, ich habe wieder geterraformt. Jetzt kommen wieder fette Wellen. Och nee. Oh nee. Unsere Stadt heißt übrigens Wurstbrühe. Und jetzt weiß ich auch, wo die den Namen her hat. Lecker, lecker. Junge, es ist 6 Uhr morgens, raus aus den Ferien, die Liegen reservieren sie nicht von selber. Also der Kundenservice ist ja sogar mit meinem Netto besser. All inclusive und hier ist zugesperrt, das gibt eine Anzeige. Das landet in der Rezension. Mit mir legst du dich nicht an, ich bin immer in einem Schützenverein. Das Prinzip vom Schützenverein habe ich auch nicht so ganz verstanden, das ist doch nur zum Saufen da, oder? Ja! Der alt euch Frühstücksbuffet macht gleich auf. Leute, das stand so nicht in der Reisebeschreibung, da könnt ihr euch von eurem Trinkgeld verabschieden. Nächstes Jahr wieder Thailand. Aber wenn er das Pferd nicht besteigt und so reitet, wie ich es ihm zeige. Ey, DJ da drüben, kannst du mal was von Mark Forster aufdrehen? Immer da, wenn wir den Arsch aufreißen. Oder Sportfreunde Stiller. Also Mark Forster macht ja echt beschissene Musik, aber Sportfreunde Stiller ist nochmal ein ganz anderes Niveau an der Scheißigkeit. Da verstehe ich halt wirklich nicht, wie man sich dieses Ausmaß des Durchfalls freiwillig geben kann. Warum machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Stop it. Bau mal eine Stadt, die quasi wie ein realer Irrsinn Best-of ist. Und da habe ich mir für unsere Bürger Folgendes überlegt. Realer Irrsinn ist ja das Format von Extra 3, wo gezeigt wird, wo in Deutschland überall die Bürokratie richtig reingeschissen hat und die Gemeinden maximal Mist gebaut haben. Und das, was dann gebaut wird, einfach nur Millionen kostet und komplett useless ist. Ich werde jetzt 5 Stadtabschnitte bauen. 4 davon wurden irgendwann mal in realer Irrsinn gezeigt, heißt, die existieren wirklich genauso in Deutschland. Und einen Stadtabschnitt denke ich mir aus. Es ist dann eure Aufgabe herauszufinden, welche 4 von diesen 5 Städten wirklich existieren und welche der Imposter ist. Stadt Nummer 1. Schaut euch dieses Denkmal an. Absolutes Herzstück der Stadt. Wurde auch erst frisch restauriert für 15 Millionen Euro. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das die aktuellen deutschen Sicherheitsstandards erfüllt. Dann machen wir mal lieber noch einen Notausgang. Also mit diesem wunderschönen neuen Fluchtweg fühle ich mich auch gleich viel sicherer. Das Gebäude hat immerhin noch 1% Attraktivität übrig. Wow, amazing. Stadt Nummer 2. Wir haben hier dieses wunderschöne Dorf aus viel zu vielen gleich aussehenden Häusern, weil sich die Entwickler von diesem Spiel viel zu wenig Mühe geben. Und wer wie ich auf dem Dorf groß geworden ist, kennt das Problem, dass es hier keine Öffis gibt. Da hat sich die Gemeinde gedacht, hey, wir bauen hier nicht nur eine Bushaltestelle hin, sondern 2. Die bereits bestehenden Buslinien des Nachbardorfes werden einfach um 2 Stationen erweitert. Ja, und nachdem die 2 Stationen dann für insgesamt 200.000 fertig waren, wann ist das aufgefallen? Das Dorf liegt hinter einer Bahnüberführung, die nicht hoch genug ist für die lokalen Busse. Aber natürlich gibt es ja auch andere Straßen aus dem Dorf hinaus. Bis kurz vor dem Dorf fährt der Bus die altbekannte Strecke, dreht dann um, fährt einmal um das Dorf herum, durch ein anderes Dorf durch, von hinten in das Dorf rein, fährt dort die 2 Haltestellen an, dreht wieder um, fährt den kompletten Weg wieder zurück und hat einen Umweg von 25 Minuten. Toll, toll! Heißt das Nachbardorf, das mit dem Bus genauso weit kommt wie vorher, fährt jetzt einfach nur 25 Minuten mehr spazieren. Ich liebe Deutschland. Du ein Drecksgeschwätz! Stadt Nummer 3. Wir haben im Moment 3 Bahnhöfe. Zur Vereinfachung Bahnhof 1, Bahnhof 2 und Bahnhof 3. Denkt man sich erstmal, hä, kein Problem, die Züge können ja einfach hin und her fahren. Doch, schon Problem, wir sind ja bei der Deutschen Bahn. Zugausfälle, Streik, Verspätung, fehlende Lokführer. Der Zug steht jede Nacht bei Bahnhof 3, weil Bahnhof 3 ist der einzige Bahnhof, der Züge waschen kann. Dann fährt der Zug von Bahnhof 3 zu Bahnhof 1 und zwar komplett leer, weil die Strecke beginnt ja erst bei Bahnhof 1. What the fuck? Jetzt denkst du dir, hä, da kann er doch trotzdem schon Leute mitnehmen? Nö, das wäre ja zu einfach. Unser ICE fährt also von Bahnhof 1 zu Bahnhof 2 und macht dabei jedes Mal
immer einen Umweg über Bahnhof 3, braucht damit länger als jeder Regionalzug und fährt am Ende auch wieder komplett leer zu Bahnhof 3 zurück. Nein, da darfst du nicht mitfahren, der Zug hat jetzt Feierabend. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Sachen, die ich nicht verstehe. Und mit diesem noch recht neuen ICE hat es die Bahn mal wieder geschafft, einen Zug auf die Strecke zu setzen, den am Ende kein Mensch benutzt, weil wie gesagt, der Regionalzug ist schneller. Hä? Numero 4. Es werden schon wieder die Öffis auf dem Land ausgebaut. Dieses Bushäuschen ist extra barrierefrei erhöht worden für einen leichteren Einstieg. Das habe ich nicht besser dargestellt bekommen als so. Don't judge me, ich muss mit dem hier arbeiten, was ich habe. Das ist scheiße. Hat nur leider eine Steigung, dass da ungefähr kein Rollstuhlfahrer hochkommt. Ja, und wenn die Rentner dann mit ihrem Rollator hier aussteigen, was machen die denn dann? Die komplette Ortschaft liegt auf der anderen Seite der Straße, ohne irgendeine Möglichkeit, diese sicher zu überqueren. Heißt, der rasante Rentner Rudi darf dann einmal die Aussicht genießen und kann dann auch wieder in den Bus einsteigen. Wir freuen uns. Ja. Stadt Nummer 5. Seht ihr die Grünfläche hier? Die ist echt schön, mit der haben wir noch gar nichts gemacht. Unberührtes Landschaftsschutzgebiet. Hier wurden auch geschützte Pflanzen und Pilze entdeckt. Jetzt ist es aber das Problem, dass wir hier hinten eine Fläche trockengelegt haben. Jetzt müssen wir das halt irgendwie ausgleichen. No, God, please, no! Ah, jetzt weiß ich, wir setzen das Naturschutzgebiet komplett unter Wasser, weil wenn wir eins kaputt gemacht haben, gleichen wir das aus, indem wir ins andere auch noch reinscheißen. Das ist an verfassungsrechtlicher Dummheit kaum mehr zu überbieten. So, alle geschützten Pflanzenarten bitte mal kurz festhalten. Aber die Gemeinde gibt natürlich Entwarnung. Keine Sorge, das ist gut für die Tiere. Jetzt können immerhin hier Fische ihren Laich ablegen. Ich bin ein Trottel. Ich sage es nicht gerne, aber 4 von diesen 5 Geschichten gibt es tatsächlich genauso in Deutschland. Was retten wir hier überhaupt für Viecher? Die sehen aus, als hätten die eine Zwiebel als Arsch. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wir hatten da eine fette Diskussion über Zwiebeln im Chat. Na, fresse ich auch mal so einen Teller? Einfach nur Zwiebeln. Ja, finde Zwiebeln geil. Ultra geile Röstzwiebeln in dem Burger. Worum geht es jetzt auch Wurstapparat? Wo bei dieser Unterhaltung hast du denn jetzt rausgehört, dass es um den Wurstapparat geht? Also ich meine, gut, ich kann meine Zwiebeln schon auch vorher einmal draufscheißen gehen, aber darum ging es jetzt eigentlich nicht. Mache eine Achterbahn, die einfach in der Luft aufhört. Ja, na logisch, was mache ich denn auch sonst? Linear-Induktionsmotor, jawohl, erstmal voll reinscheppern. So, ich hätte gerne, dass die Schienen möglichst genau in der Frankfurter Innenstadt enden. Erster Fahrtest startet. Ja moin, das funktioniert ja schon mal überhaupt nicht. Jetzt fliegen die alle hinten raus. Erstmal alles von vorne bauen. Aber das Ding müsste doch eigentlich schnell genug sein, wenn wir es einfach weiter nach oben bauen. Alright, das sieht bereit aus für den nächsten Testlauf. Hat eigentlich auch was vom Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, moin. Also ich habe mit viel gerechnet, aber nicht, dass unsere Leute einfach pulverisiert werden. Das fällt doch alles am Boden und die Leute hier schniefen das dann. Auch wenn ich es mit dem Weg verbinde, ich kann das Fahrgeschäft halt jetzt nicht öffnen, weil es noch nicht fertig getestet wurde. Ich sehe es aber nicht, was mich davon auffällt, diese Explosion von den Testdummies einfach so nah wie möglich an den Leuten zu machen. Ja, das ist crazy. Also wirklich, also das ist ja krass. Gönnt euch. Alright, wir lernen, wenn sie den Boden treffen, explodieren sie nicht vorher. Noch besser. Außerdem besteht unser Park nur aus Gummipuppen. Jo, Leute. Sind die jetzt verreckt? Das soll genauso aussehen. Legit, ich würde nur dafür in den Park gehen. Die Leute sind aber auch dämlich, lösen hier eine Massenpanik aus, aber bewegen sich halt auch einfach nicht weg. Ja, ich glaube jetzt, die nächste Ladung wird nicht besonders angenehmer. Man muss das Ganze auch einfach zum Teil des Erlebnisses machen. Wer in der Mitte landet, hat gewonnen. Irgendwie meiden immer mehr Zuschauer diesen Bereich. Verstehe ich nicht. Die ganzen Gebäude hier sind eigentlich nur Dekoration. Heißt, ich kann Besucherobjekte auch einfach in die Wand reinstellen und damit künstlich mehr Leute hier erzeugen. Hier gibt es jetzt Scheißhaus, Burger und eine gratis Reservierung für den Friedhof. Gönnung! Die Leute machen hier die wildesten Trickshots. Viele Gäste sitzen im Park fest. Ich glaube halt nicht mal, dass das hiervon kommt, sondern einfach von der fucking Deutschen Bahn hier hinten. Laut Ingame-Timer fährt die halt locker ein Jahr lang. Und wenn ich jetzt sage, dass ich dieses Feuer an Oberflächen ausrichten soll. Oh no! Yep, genau so will ich das sehen. Also wer jetzt noch reinläuft, kann sich nicht beschweren, dass wir ihn nicht gewarnt hätten. Dieser Park ist sehr geräumig. Ja, wunderbar. Super. Das war köstlich. Ja, das sehe ich genauso. Der Typ steht mitten im Feuer und sein letzter Gedanke ist einfach Hilfe. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Auch mal eine Stadt, bei der die Straße erst siebenspurig, dann einspurig und dann wieder siebenspurig ist und so weiter. Das klingt so effizient wie ich auf dem Pott mit Verstopfungen. Was sind denn so die kleinsten Straßenabschnitte, die man bauen kann? Das wäre dann der Apparat hier. Wo zum Fick soll ich bei den Pfeilen hinfahren? Es gibt sogar achtspurige Straßen. Die größten Einbahnstraßen haben nur 7 Spuren. Ich bin immer noch komplett verwirrt. Jetzt ist es auch mal wichtig, wo wir die Straße anschließen. Und wenn ich hier oben baue, führen die oberste und die unterste Straße in die neue Strecke rein. Wenn ich auf der linken Seite baue, dann gibt es hier eine fette Überschneidung. Heißt natürlich, wir bauen links und so kurz wie möglich.
So, der nächste Abschnitt wieder so knapp wie es geht an diese Straße dran. Ach du Scheiße, und wenn ich hier mittendrin eine Straße wegziehe, guckt euch mal den Scheiß an, was passiert denn da? Auch ein absolutes Genie der Straßenplanung, wer diesen Zebrastreifen hier gebaut hat. Wenn es doch nur irgendeinen anderen Weg außenrum gäbe. Ich probiere mich mit dem Ganzen hier noch ein bisschen aus. Komm, Freddy, Bus bauen. Das Ganze ist etwas ausgeartet. Etwas sehr ausgeartet. Was ist denn bei der Straße hier eigentlich passiert? Also wer hier nicht sowieso schon gegen die nächste Ampel donnert, kann hier noch über die Halfpipe drüber scheppern. Ich würde lieber mein Auto ins Klärwerk heizen, bevor ich hier rumfahren muss. In City Skylines 2 gibt es ja jetzt auch Autounfälle, wenn die Straßen scheiße sind. Dementsprechend dürfen jetzt erstmal welche einziehen. So, damit ihr im Hintergrund auch was zum Sehen habt. Ich bin mal gespannt, wie gut die Infrastruktur von GTA 5 wirklich ist. So, das hier unten wäre dann so ungefähr der Bereich von der tatsächlichen Stadt. Es sieht jetzt aus wie ein ganz weirdes Strichmännchen. Die sind unglaublich hässlich. Das ist auch mal wieder so eine Stadtidee, die übelst teuer ist zu bauen und keinerlei Vorschläge bringt, wie wir mal Geld verdienen. Ich versuche die ganze Map mit euren Ideen zu füllen und so wird das nix. Ein Donkerfan. Ich wollte euch jetzt zeigen, was ich gerade gebaut habe. Jetzt zieht hier der Winter auf. Ich habe mir letzte Folge den Arsch aufgerissen, dass diese komische Stadt hier irgendwie ins Plus geht. Und jetzt kommt der Winter und es ist wieder alles kaputt. Wir haben aktuell einige Probleme mit dem Wasserdruck. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie viele Leute folgen denn dem Wasserwerk? Manchmal muss man auch vor die Kamera treten, um zu sehen, was ein richtiger Atze zum Sagen hat. Na, ihr Nerds? Warum kann ich eigentlich nicht Bayern sein? Ich fühle mich komplett verarscht. Ich brauche auch ein bisschen Repräsentation. Könnten wir Bayern in die LGBT-Flagge aufnehmen? Meine Sexualität ist Weißwurst mit Senf. Die Familie hier ist einfach als erstes mit dem Haus fertig geworden und es ist direkt abbruchsreif. Wie blöd kann man da eigentlich sein? Da stellt sich mir jetzt die Frage, kann jemand in der Mülldeponie wohnen? So, hier baut jetzt gerade die gemütliche Frühlingsstraße 5 ihr Haus. So, und jetzt kann ich doch meines Wissens nach die Mülldeponie einfach um das Haus herumziehen. So, die Fläche von der Mülldeponie sollte erstmal reichen. Wohnsitze 2, wohlhabend. Du kannst mir doch nicht... Ah, jetzt ist es fertig. Ich wollte gerade sagen, haben die jetzt den Müllhalten-Look übernommen und wollen auch auf einer leben. Mit freundlichen Grüßen, wir sind das Scheißhaus. Sondermüllsammelstelle. Ihr meint wohl die Familie Scheißhaus-Sammelstelle. Aber da ihr euch bis jetzt noch nicht beschwert, habt ihr eure Chance vertan. Ihr bleibt jetzt da. Tschüss. So, damit hier oben jemand einziehen kann, ziehen wir jetzt mal die Straße hier runter. Und ich würde sagen, so der Winkel ungefähr passt, oder? Das Ganze ist ja nur ein kleiner Straßenabschnitt, der einfach richtig lang gezogen wird. Das Game checkt das aber nicht so ganz und schickt das Auto trotzdem in normaler, langsamer Geschwindigkeit hier hoch. Das wird halt eine Ewigkeit dauern. Anyway, wir bauen da oben jetzt mal ein schönes kleines Haus hin. Durch die ewige Dunkelheit mit dem Schatten gibt es ja auch bestimmt nicht noch viel mehr Unfälle als vorher. Frau Friedrich, du darfst jetzt mit deinem Smart als erstes die Straße einweihen. On the road again. Oh, was ist jetzt passiert? Frau Friedrich kann sich auch teleportieren. Und warum auch immer wollte der Kommentar, dass jedes einzelne Haus so einen Berg bekommt. Naja, bringen wir es hinter uns. Es wäre auch etwas angenehmer zu bauen, wenn die Kamera nicht die ganze Zeit in diese Rillen dazwischen reinfallen würde. Jetzt wäre es doch eigentlich voll easy, hier einfach die Straßen so miteinander zu verbinden. Heißt, so machen wir es nicht. So, du fährst jetzt nämlich erstmal wieder nach unten. Und wenn es meine Kamera zulässt, fährst du den nächsten Berg wieder hoch. Nach unten, nach oben, nach unten und nach oben. Nochmal nach oben. Nee, war nur Spaß. Sie sind nach unten. Jetzt nach oben. Verarscht. Erst April. Ich kriege halt auch unmöglich diese Talfahrten miteinander verbunden. Heißt, es wird einfach eine lange Schlange, die sich jetzt hier drüber zieht. Ich finde es gut, wie wir 3 seriöse Folgen geschafft haben, weil wir keine Mods mehr hatten, wie in City Skylines 1. Und jetzt geht wieder die Scheiße komplett los. Die Straßen sind halt einfach nur ein fetter Grafikfehler. Aber ich meine, solange unsere Leute wissen, wo sie langfahren müssen, die meckern schon alle, dass sie mal ein bisschen mehr Gewerbe brauchen. Hier oben ist jetzt der neue Netto. Manche von den Straßen erreichen halt nicht mal den Boden. Die hängen hier einfach nur so rum. Warte mal, wo ist mein ganzes Geld hin? Ich habe nochmal in die Aufnahme geguckt. Die Straße zu bauen hat unseren kompletten Geldbeutel leer gemacht. Die zweispurige Straße kostet 2000 pro Kilometer. Wir haben ungefähr 30 Millionen verloren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Geld wird. Die Strecke ist ungefähr 15.000 Kilometer lang. Nur mal so als Referenz. Das ist wie wenn man von Berlin nach Peking fährt und wieder zurück. Wie zum Fick werden denn die Straßen berechnet? Könntest du eine Stadt bauen, die in immer engeren Einbahnstraßen kreisförmig zusammengeht und in der Mitte ein Loch voller sauberen Wasser? Wie oft müssen wir noch über die Rechtschreibung reden? Ich habe mir etwas namens Roundabout-Bilder geholt, damit können wir jetzt ganz große Kreisverkehre bauen. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst wird das alles schief. Die Straßen sind so nah aneinander, dass sie wieder nur die kleinsten Häuser hinpassen. Ich brauche Platz! Da freut sich der Geldbeutel. Und sie wollen ihn nicht wieder einstellen, wie in so einem dämlichen Burschen! Wenn ich die Straßen so verbinde, kann man immer auf den nächsten Kreis fahren, muss diesen einmal ganz herumfahren und kann dann erst auf den nächsten Kreis. Dummheit. Ich habe mal eine Buslinie von ganz außen in die Mitte des Kreisels gezogen, die ist einfach 44 Kilometer lang.
So, weg mit dem Busdepot, das muss jeder selber fahren. Was habe ich denn jetzt hier aus Versehen für den Kreis gebaut? Nee, Moment, der muss wieder weg. Aber ich glaube, das geht noch größer. Voll geil. Mir fällt gerade ein, wie kommen die Leute eigentlich wieder aus der Stadt raus? Wieso ist das so hübsch geworden? Das ist wunderschön. So, nochmal ein Busdepot zum Ausmessen. Einmal rein und raus fahren sind 220 Kilometer. Danke, dass ihr jetzt schon Busse losschickt. Da wollen bestimmt viele mitfahren. Guckt euch diesen Andrang an Menschen an. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Kommentar in der Mitte noch Wasser wollte, aber hier bitteschön. Toll, toll! Wir haben halt das kleine Problem, dass soziale Einrichtungen immer größer als einen Block sind. Das müssen wir jetzt irgendwie gelöst bekommen. Hier zieht doch kein Mensch ein. Ach so. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Nein, was? Ich glaube, damit können wir noch leben. Man kann an den grünen Streifen sehen, wo die Dienstleistungen gut hinkommen und sieht ganz gut, ja, das ist ein Kreisverkehr. Und dann gibt es da noch diese eine Müllverbrennungsanlage am Arsch der Map. Also entweder die scheißen auf alle Verkehrsregeln. Oder die werden nach Stunden bezahlt und nicht nach Leistung und gönnen sich die 200 Kilometer Fahrt, um den Müll abzuholen. Wie soll ich euch eigentlich alle ansprechen, wenn ihr alle Wurstapparat heißt? Willi der Wurstapparat und Werner der Wurstapparat, Wolfgang der Wurstapparat, Waldtraut die Wurstapparatin. Ich finde ja Edeltraut schon echt wild. Es gibt auch Fürchtegott. Hallo, ich bin der Fürchtegott. Franz, kurz und knackig. Franz Furz. Mit seinem geilen Rüssel, den der in der Fresse hat, da kann man schon gut wursten. Was geil ist, echt. Kurzer Kontext zur nächsten Szene. Der halbe Server hat sich wie Klimakleber an meiner Baustelle festgeklebt. Könnt ihr euch bitte alle schleichen? Also jetzt ohne Witz. Also sorry, wenn ich langsam laut werden muss, aber verpisst euch alle. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Ich will hier bauen. Der Schnabeldomi macht schon wieder seinen Zaubertrick, dass er verschwindet. Leute, nein, weg hier. Ich möchte bauen. Zum Glück hast du keinen Voice-Mod, Alter. Ich würde den komplett die Prügeln ausschmeißen. Alter Karl, meine Fresse. Karl, was hast du getan? Junge, geh aus der Kacki vom Wurstapparat raus. Und zu dir nach Hause. Ich will hier meinen komischen weißen Pimmel bauen. Ja, ich möchte das nicht haben. Leute. Eure nächste Aufgabe ist, baut einfach eine riesige Toilette, in der Kacke schwimmt. Was habe ich auch sonst erwartet? Stark. Matze geht für den Porzellanthron. Oh ja, damit die Schüssel auch stilvoll gesprengt werden kann. Bin ich noch ganz knusprig? Der Sniffer ist mir im Weg. Der schnüffelt schon mal. Sniffer geht jedes Mal weiter weg. Ach, ich habe ganz vergessen vorzulesen. Bei dem Kommentar steht auch noch dabei, die Toilette soll auch ein bewohnbares Haus sein. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ah, wow. Ich weiß nicht, wie in der Toilette leben will, aber ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gegen die Genfer Konvention verstößt. Geht's da um Senf? Da steht der Himbeer-Senf drin. Ich habe jetzt schon keinen Plan, wie das später ein Haus werden soll. Und es muss eine Kackwurst drin sein. Ja, das ist kein Problem. Die ist eingeplant. Füllst du die komplette Toilette bis unten mit Scheiße auf? Was hat der arme Kerl gegessen? Das Klo ist unten fast genauso breit wie auf dem Sitz und die ist komplett ausgefüllt. Klobrille hochgeklappt zum Scheißen. Wilde Taktik. Als ob er nie scheißen geht. Ja, die muss halt ausgelüftet werden, ne? Das Detail hier finde ich krass. Fuck, ich verliere zu viel Zeit. Oh, hier kann die Scheiße fliegen. Er furzt in deinem Hintergrund. Das sind die Special Effects. Sense, ist das hier zum Spülen oder dass man Workout während dem Scheißen machen kann? Das soll Klopapier sein. Klopapier. In meiner Schüssel herrscht Strömung, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich will den Captain versehen. Oh, ich bin gerade voll konzentriert bei dem. Das habe ich gesehen, dass du da kurz auf den Klodeckel geschissen hast. Also es geht ja um deine Community, deswegen wird das Stil echt in dieser Farbe gebaut. Deswegen scheißt jemand daneben. Ein richtig schönes Sunny-Fair-Klo. Bei uns in der Berufsschule hat mal jemand daneben geschissen. Ist das hier so ein antiker Schrein, Felix? Ist halt einfach schon ein bisschen bewachsen mit Lianen, weil es einfach so... Schon sehr lange, dass die Spülung nicht mehr funktioniert. Ja. Rennt nach links das Item. Links. Das ist rechts. Es gibt hier noch kleine Probleme. Nein. Halt dein Maul da hinten. Und die Nacht hier wird überlebt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Peter Plumpsklo. Stopp, nein. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich horny, aber steck hier immer noch fest. Ich halte das alles nicht mehr aus. Valorant-Spieler sind echt absolute Comedy-Legenden. Haben wir's bald! It was at this moment that he knew. He f***ed up. Irgendwie hat das funktioniert. Wir machen einfach das gleiche nochmal. Das Wahnsinn ist. Da gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Solange wir einen töten und jemand anderem 3 Schaden machen, gewinnen wir im Durchschnitt mehr. Ah, wait, das war mein Teammate, dem ich Schaden gemacht habe. Da stellt sich mir halt schon die Frage, ob nicht vielleicht 53.000 andere Bewohner auch noch Bock auf ein Parkticket hätten. Ein lückenloser Plan. Ich kann nicht erkennen, wie das irgendwie schiefgehen soll. Gibt es denn eine Maximalgröße für die Bezirke? Alter, wie das ruckelt. Es gibt scheinbar keine Maximalgröße. Wir gehen hier schon wieder ab. Der Verwaltungsbezirk für die halbe Welt heißt Wankdorf. Das hat nicht ich so genannt. Das Spiel denkt einfach nur, dass wir richtige Wanker sind. Wir machen aktuell über Gebühren 64.000.
Wir machen einfach 750.000 über Parken. Wieso seid ihr alle noch happy? Wie kann euch das nicht stören? Wir haben gleich die Millionen erreicht. Hauptsache, die heulen nur immer noch alle rum, dass hier eine hohe Kriminalität ist. Ich klau gleich alles hier, alles so pungo, pungo. Junge, du wohnst neben der Polizeiwache. Serious right now? Was ist das denn? Are you serious right now? Are you serious right now? Was schickt ihr mir hier? Mission failed. So, was sagst du zu dem Thema? Ich muss raus. Also die andere Seite darf ich nicht auf YouTube zeigen. Eieiei. Mach alle Steuern auf 0%. Ja, nee, das funktioniert nicht. Leute, ihr könnt nicht einfach solche Sachen... Das funktioniert doch nicht. Die Steuern auf 8%, wie lange streamst du? Ich kann die Steuern auf 8% machen. Aber dann ist die Stadt halt bald vorbei. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Dann hat sich das Format erledigt. Feierabend. Also, Steuern 8%. Der Stream geht noch ungefähr 10 Minuten, weil dann ist die Stadt kaputt. Minus von 350.000. Wie viel haben wir? 70.000. Was wirtschaftlich angeht, so ein bisschen weiter unten. Setze die Steuern auf 18%. Aha, wir haben doch noch ein paar vernünftige Menschen hier im Chat. Wunderbar. So, wir dürfen weiterspielen. Mache alle Steuern. Die Leute werden auch weniger. Mann! Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ihr könnt da ausrasten. Minus 10%. Wir bezahlen die Leute, dass die hier wohnen. Minus 1,2 Millionen. Ich meine, immerhin ziehen gerade in der kurzen Zeit extrem viele Leute ein, weil, Alter, die werden hier bezahlt, dass sie hier wohnen. Auch eine Stadt, die aussieht wie Olaf Scholz. Das hilft uns gerade nichts. Soll ich die hier zum Söder hinbauen? Die sehen doch eigentlich fast gleich aus, oder? Das ist doch eigentlich nur Söder ohne Haare. Der macht hier ein bisschen CO2-Steuer und so und dann passt das. Der hat doch, glaube ich, immer so fette Denkfalten auf der Stirn, oder? Ich finde, Olaf Scholz, I'm sorry, aber der sieht immer so ein bisschen bösartig aus. Aber auch, weil dem seine Wahlplakate halt so knallrot-schwarz sind, so I'm sorry. Aber das sieht halt einfach aus, als wäre das so die Teufelspartei. So, einen dicken Zinken hat der bestimmt auch. So, erkennt man, oder? Sieht aus, als hätte ihm jemand richtig die Fresse poliert. So, jetzt ist es der Olaf. Leute, eins im Chat, wer gerne Knocker, der weiß, wo stinkt. Hä? Hä? Okay. Und jetzt? Fremder Wolf, also ich weiß halt jetzt... Also was wird denn jetzt das hier? Ja, ist schon cool. Kann ich euch hier alleine lassen, ohne dass ihr hier irgendeinen Scheiß hinstellt? Nein. Danke für die Suppe. Als ob du jetzt bis hierher gekommen bist, um mir eine fucking Suppe zu geben. Ah, du hast nicht meine Waffe dabei, hast einfach nur Suppe. Ist ja auch ein wildes Equipment. Ah! Foxys Wurstapparat. Alter, hast du jetzt hier ins Meer geschissen? Wunderschön. Genau das wollte ich vor meiner Haustür haben. Fließt da noch hier so richtig tief, Alter. Du hast hier unten hast ja alles voll geschissen. Können die das jetzt überhaupt hochfahren? Was ist das für ein Kombi? Guck mal, ohne Probleme kommt der hier hoch. Dauert halt nur eine halbe Ewigkeit. Ja, wir sind gleich da. Ja, gut. Alter, ist das dämlich, was wir hier bauen. Ich stopp mal die Zeit mit, ne? Ich finde es gut, wie unsere LKWs auch einfach die dicken Straßen meiden und legit nur über die Feldwege fahren. Wo wollte er denn überhaupt hin? Jetzt fährt er die Parallelstraße wieder zurück. Was machst du da? Das ist ein Müllauto, aber das sammelt ja nicht mal Müll. Die Leiste da oben geht ja nicht mal hoch. Der Kollege ist einfach komplett verwirrt. Die müssten doch auch eigentlich alle die gleiche Strecke fahren, weil es ja nur einen schnellsten Weg hier durchgibt. Aber da fährt jeder anders. Nicht mal die KI von dem Game hat einen Plan, wo es hier lang geht. An der Stelle hier muss man Pirouetten drehen. Das ist wie so eine kleine Ameisenfarm. Richtig putzig. Ich habe auch bis jetzt noch nie gesehen, dass ein Kind aus der Grundschule rausgekommen ist. Ich glaube, die haben auch gar keinen Bock mehr rauszukommen. Die haben einmal in den Schulhof geguckt und haben gesagt, nee, das geben wir uns nicht. Hier mache ich keinen Fahrradführerschein. Das Problem ist auch, dass bei jeder dieser unzähligen Straßen immer nur eine gleichzeitig fahren kann, weil da alles voller Ampeln ist. Ich habe jetzt innerhalb eines 3 Minuten langen Rucklers diese Ampeln durch Stoppschilder ersetzt. Let the fun begin. Ach du Scheiße. Ich glaube, das Game packt das gerade gar nicht, was hier passiert. Du, Kollege, machst jetzt hier Urlaub in der Mitte? Also ich meine, die haben ja mehr Platz als auf der Autobahn. Also irgendwie ist das doch effektiv, oder? Bist du aus Blödmannshausen? Okay, wir müssen Level 10 erreichen, dann tanzt der. That's why it is called a Shitlord. Und dann haben wir so richtig angekackt. Ja, okay, was habe ich bei dem Namen erwartet? Eine gute Fettquelle, wo man immer mal essen kann und weil es halt auch lecker schmeckt. Also ich darf mich ganz weit nach links drehen, solange ich da nicht schieße. Heißt, ich muss einfach vor jedem Schuss einen 360 nach rechts machen. Meine Waffe kann furzen. Ihr könnt mir gar nichts, ihr habt den Furzapparat. Hä? Können wir mal kurz drüber reden, dass die Grafik von dem Gras hier hinter den Bäumen ist? Wie schafft man denn das zu verkacken? Wie viele Schneemänner muss ich denn jetzt hier töten, bis das der eine Kollege das Tanzen anfängt? Wieso ist mein Combo-Rank Banana-Senpai? Uhu. Also einfach so, von Mann zu Mann, einfach so. Was geht denn jetzt ab? Ich bin im Rage-Mode, yeah. Cringe. Ich schmeiß euch komplett die Prügeln aus. Oh, der, was kommt denn jetzt? So ein Bossfight auf dem Rasenmäher kommt natürlich auch episch. Ach du Kacke. Kommt hier einfach mit dem Bomberwagen. Nee. Oh nee, jetzt muss ich alles von vorne machen. Das geht zu weit. Zum Glück schießen die meisten Gegner, als wäre das das E-Sport-Team vom Altenheim. Jedes Mal, wenn ich zum Marketplayer hochgucke, guckt der dümmer. Das ist halt echt nicht normal.
Das ist ein 20-Minuten-Loop. Der kann doch nicht 20 Minuten lang am Stück so gucken, als hätte ihm jemand vor die Haustür geschissen. Warum? Ich vergesse die ganze Zeit zu skillen vor lauter Anzeigen. Da gehen die echten Fortnite-Anzeigen halt komplett unter. So, wo war der Hobelpuper? Da hinten. Bei der Hälfte der Gegner denke ich, das sind Bots, weil die überhaupt nicht reagieren, wenn man auf die schießt. Oder das Skill-Based Matchmaking hat meinen Silberrang in ungefähr jedem Ranked-Game erkannt. Hier haben wir Mark Forster. Mark Forster mit seiner Windel, die ist vollgeschissen und seine fetten Nase. So, jetzt pass mal auf. Das wird der cremigste Scheißi-Haufen, den ihr in eurem Leben gesehen habt. Und in meinem Business habe ich schon viele Scheißi-Haufen gesehen. Ist euch aufgefallen, dass die Röhren bei Super Mario aussehen wie der Wurstapparat? Excuse me, what's the actual fuck? Guckt euch die mal an. Das ist der Wurstapparat. Und macht ja auch nur Sinn, weil Luigi und Mario, das sind ja Klempner. Ja, natürlich kümmern die sich um den Wurstapparat. Das sind die OG-Wurstapparate. Die kümmern sich, dass die Scheiße läuft. Das ist legit der Job von Mario und Luigi. Den Fluss der Scheiße aufrechterhalten. Luigi sieht auch so aus, als hätte er sich schon hin und wieder eingeschissen. Eine Ewigkeit später. Leute, ich bin gleich wieder für euch da. Ich muss eine angenehme Handposition finden. Ich habe doch so viele Finger. Wie kann meine Finger hier eigentlich nicht reichen für die ganze Scheiße hier. Guck mal, so sieht's doch spielbar aus, oder? Ja, fast. Ja, perfekt. Wait, doch, jetzt glaube ich, jetzt habe ich's. Nee. So, wieder nach links. Alter, wie kann ich denn mit meinen 5 Fingern so überfordert sein, 3 Tasten zu drücken? So, und nee, da komme ich nicht auf Springen. Kollege, warte. Nee, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ah, trifft er mich? Wenn ich durchgehend nach rechts gedrückt halte, ich glaube, dann kriege ich es ganz gut hin. Oh, ich will den Elefanten haben, weil ich glaube, wir kriegen hier noch öfter Damage. Alter, läuft doch da hoch. Ich muss da jetzt eine Position finden, die besser geht als das. Das gerade war gar nichts. Ich probiere mal mit der anderen Hand. Vielleicht geht das irgendwie besser, wenn ich es so halte. So sieht es doch erstmal professionell aus, oder? Was sagt ihr? Wieso zum Fick ducke ich mich? Dann kann der mir mal die Poperze schmatzen. Das kann der. Nein, nein, nicht Sleep Mode. Die fallenden Burschen. Das da drüben ist übrigens Carsten Stahl. Ach du Scheiße, die Sensitivity. Okay, wir springen auf Z. Ja moin, was soll denn die Scheiße? Da geht der Boden weg. Ich find's funny, wie ich hier die ganze Zeit mit der gleichen Gruppe Leute bin. Das kriegt keiner geschissen. Wie hechte ich denn überhaupt? Ach, auf Plus, na logisch. Damit ich noch schneller verrecken kann. Und nee, das ist wieder die Reihenfolge, wo gar nichts geht. Halleluja. Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn hier raus? Ach, lol, ich muss nach innen. Ja, peinlich da hinten, ne? Wenn man von einem Wii-Spieler besiegt wird. Und wieso zum Fick komme ich da nicht hoch? Egg. Die guten Eiwanger Vitamineier. Jodeln ist genauso ein Mysterium wie wir hatten sich gedacht, dass Jodel ordentlich, ordentlich geil ist. Wie würden das klingen, wenn wir Pünktchen auf andere Buchstaben setzen? Hier haben wir das H und hier das B. Wobei eigentlich macht es nur Sinn, dass wir es den anderen Vokalen noch geben. Also hier jetzt ein und ein E. Baut einen Elefanten mit einer naturgemäßen Anzahl an Beinen, also mindestens 8. Das ist absolute Scheiße. Ja. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Das ist klar. Also 8 plus, es dürfen mindestens auch mehr sein. Achso. Das ist schon mal ein starker Fuß. Mhm. Massive. Ich lege übrigens wieder die Regeln so aus, wie ich das gerne möchte, ja? Ist okay, perfekt, ne? Ja. Das heißt, den Regeln selbst auslegen, hat deiner jetzt nur 3 Beine, oder? Oh, der wird huge. Wer ist das? Ich finde hier die Beine sehr interessant. Muss dann am Ende noch ein Elefant werden. Also die meisten haben auch nur links und rechts Beine, aber bei Rafa ist auch in der Mitte auch nochmal ein Bein. Ich hoffe, das ist ein Bein. Der Schwanz ist voll cute. Das könnte eine Katze sein. Kriegt man für jeden Fuß einen Punkt? Jede Struktur hat einen Punkt gegeben und jetzt bei den Elefanten jeder Fuß. Warte, Mann. Der Gewinner der Folge bekommt dann den Rotzpoppel. Oh! Ich möchte nicht mehr gewinnen. Also es sehen fast alle Elefanten richtig cute aus, könnten auch so Kätzchen sein und so, das von Felix sieht aus wie Tutu Charles. Oh, hier haben wir sogar ein Elefantenbaby. Mal gucken, was der erste Storyboss zu melden hat. Moin. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sein muss. Ich mache dem ja gar keinen Schaden. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchte man für den eine ganz spezielle Waffe. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ich spüre es auf jeden Fall. Leute, ich sag's mal so, wie es ist. Wir sind am Arsch. Ja, sicherlich. Halleluja, wir haben eine Hose gefunden. Er macht den Tumdance. Können wir den runterwerfen? Yes. Bist du der Water von Marktforscher? Du hast es tatsächlich geschafft, von allen Kommentaren, die ich bekomme, dass ich aussehe wie Mark Forster, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, war das der dümmste. Und Sachsen hat es am schlimmsten erwischt. Was ist das denn? Aber Hauptsache Bayern schaut gut aus. Das ist das, was Bayern ausmacht. Wir hatten da eigentlich in NRW reingeschissen. Oder soll das Düsseldorf sein? So, Bremen kriegt die Grundschule, damit die in ihrem Leben mal irgendwas an Bildung gesehen haben. Und Bayern ist natürlich schön naturbelassen, kriegt jetzt nur ein paar schöne Bärchen rein. Jodelei. Und sauber ist die Riossi, die Klossi, die Kloschüssel. Alter, Speedstar Sternberger, was verkaufst du hier für eine Scheiße? Ich habe jetzt mal alles drumherum begradigt, heißt die Autobahn liegt auch ein bisschen höher als der Rest. Und langsam sollte jetzt hier alles mal abfließen. Soll ja keiner sagen, dass ich hier nur Mist baue. Ich meine, ja, ich löse die Probleme auf die dümmste Art, die man sich ausdenken kann, aber es hilft.
Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir sind jetzt hier gerade in der Challenge, wo man fliegen muss. Leute, wir haben vielleicht ein kleines Problem. Geduckter Luigi kann auch hüpfen, aber wir können halt nicht den Gleiter benutzen. Man kann so ein bisschen Momentum aufbauen. Warte. Oh, jetzt bin ich eh schon aufgestanden. Ich will das noch ausprobieren. Wenn ich so erst springe und dann nochmal springe, dann kriege ich genug Momentum. Das ist möglich. Wir schaffen es, die Flug-Challenge zu machen, während wir nur crouchen. Das geht. Wurstapparat 4, Wurstapparat 73.000. Leute. Okay, wir haben es hierher geschafft. Hier rutschen wir noch drüber. Alter, wieso slidet der so gut? Guck mal, wie der am Sliden ist. Oh, hier müssen wir wieder was einsammeln. Das sieht machbar aus. Wurstapparat 5. Man kennt's. Na logisch, der Wurstapparat Nummer 5. Ich will nicht mehr. Nächstes Jahr Gamescom, dann mache ich Cosplay als Gülletonne. Oh, jetzt bin ich wieder kurz aufgestanden. Oh. Ich muss dann so schief lenken, ne, dass der so schief läuft. Und wenn ich dann kurz so ein bisschen zu weit nach unten lenke, dann fängt der an, einfach absolut in sein Verderben zu stampfen, wie der größte Vollidiot. Ausrufezeichen Wurstapparat. Was soll denn kommen, wenn ihr Ausrufezeichen Wurstapparat eingibt? Ich glaube, ich kann auch auf der Stelle einfach Momentum aufbauen, wenn ich einfach nur so ein bisschen weiter hüpfe die ganze Zeit. So, Anlauf und hopp. Anlauf und hopp. Flug-Challenge nur mit Ducken. Easy. Ja, klatsch ruhig mal. Also mit Chunking im Team kann man ja auch nicht gewinnen. Wir haben uns keinerlei Schuld zuzuschreiben. Wir gehen ins Ranked. Mit dem Neon, damit wir komplett runterrennen können. Jetzt geht's richtig aufs Maul. Die erste Runde zählt nicht, weil die Shorty ist wirklich Müll. Nicht so tief, Rudi, gar nicht so tief. Nicht. Also ich glaube, den Kill können wir uns anrechnen. Moin, moin. Moin. Auf geht's. Da hinten stehen welche, aber ich komme halt da nicht hin. Oh, that's a lot of damage. I'm gonna do what's called a pro-gamer move. Guter Trade. Willkommen zu meinem Valorant-Guide. Ich zeige euch, wie das Game läuft. Ja, vorneweg wieder. Ihr habt eine komplette Schraube lockert. Immer schön rein da. Zeit für Prügel. Noch einer? Mich nervt das irgendwie, dass richtig reinhalten halt wirklich besser funktioniert, als so wie ich normal spiele. Was kannst du eigentlich? Als ob ich so bin in dem Game. Darf ich ulten? Zählt das als Shotgun? Nein. Doch. Nope. Nix da. Ich geh mal schnell scouten. Ich mach viel zu viele Ranged Kills mit der Waffe. Als ob ich den wirklich damit getötet habe. Ja, easy. Angeblich ist hier irgendwer am Cheaten auf Spanisch. Während ich ganz oben im Leaderboard bin. Also wie kann man eigentlich cheaten? Schäm dich. Wir gehen denen richtig die Fresse eintreten. Digga. Richtig das Fressbrett eintreten. Sass. Die Kauluke wegschöppern. Mensch. Ja, das hat geklappt. Kannst du mal bitte eine Stadt bauen, die umgeben von Staudämmen ist, wo die Scheiße, mit der die Staudämme betrieben werden, dann über Kanäle quer durch die Stadt geleitet werden? Was soll denn eigentlich die Scheiße schon wieder? Um hier einen Staudamm zu bauen, bräuchte ich aber halt schon vorher Wasser. Das könnte jetzt eine kleine Sauerei geben. Ja, ganz kurz muss halt die Autobahn gesperrt werden. Und vielleicht bin ich auch gerade zu dumm, um zu checken, wie Staudämme funktionieren. Aber ich glaube, so sollte das nicht aussehen. Moment, stopp! Keine Sorge, Leute, das ist gleich wieder weg. Sieht aus wie Scheiße, riecht wie Scheiße und schmeckt wie Scheiße. Hauptsache, das Teil ist noch im Normalbetrieb. Jetzt verrecken hier alle, weil keiner mehr vorwärts kommt, weil die Autobahn die ganze Zeit geflutet wird. So, das Ganze hat sich etwas beruhigt und wir haben hier auch halbwegs funktionierende Auffangbecken. Manchmal schlägt die Scheiße halt ein bisschen hohe Wellen, aber damit kommen wir klar. Ich glaube nicht. Ich habe schon den tiefsten Kanal genommen, den es gibt, also mehr kann ich nicht machen. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Stadt. Sieht aus wie ein Gesicht, ein sehr hässliches Gesicht, aber es sieht aus wie ein Gesicht. Du bist hässlich. Die Straßen schließen hier ganz genau am Kanal an, dass daneben noch eine einzige Reihe an Häusern Platz hat. Das ist der Lifestyle, direkt durch die Gartentür in die Scheiße fallen. So, wie breit muss ich die Straßen machen, dass die alle nur so Mini-Häuser direkt am Durchfall bauen können? Ja, das sieht doch perfekt aus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Venedig auf Wisch bestellt. So, da dürfen jetzt ein paar Leute einziehen. Wir nehmen jetzt Hochhäuser, um den minimalen Bauplatz zu kompensieren und außerdem brauche ich jetzt echt mal Geld. Also jedes Haus hier hat so viel eigene Persönlichkeit, als würde ich in eine BWL-Vorlesung reinschauen. Genau. Dann spiegeln wir mal das Ganze noch auf die andere Seite. Hat auch was von Hamburg, Speicherstadt. Inklusive dem gleichen Fischgeruch. Gibt halt schon wieder ein kleines Problem. As it turns out, in diesen kleinen Häusern wohnen halt gerade mal 3 Leute drin. Also da muss ich nicht mal meinen Zollstock rausholen, dass hier der Gehweg nicht mehr ordnungsgemäß breit ist, sieht ja wohl jeder. Ich rufe gleich bei den Öffentlich-Rechtlichen an, die schmeißen euch die Prügel aus, wenn ihr da nochmal eine Bank hinstellt. Eine Schule, die den Schulweg von meinem Dad widerspiegelt, der 5 Kilometer gehen musste und halb gestorben ist durch Scheiße. Also ich glaube, die Story ist, dass die Schulwege unserer Eltern und Großeltern so schlimm waren, mussten wir uns alle anhören. An den Part mit der Scheiße kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern. Der hat sich auf dem Weg angeschissen. Wir nehmen mal den Eingang unserer Schule und setzen den hier rüber, wo wir bauen können. Die Armen mussten ja immer durch die schlimmsten Wetterbedingungen, da würde ich mal sagen, ein paar Heizstrahler tun den Job. Okay, Boomer. Zustand Frischluft, weiß ich jetzt nicht, Kollege. Der Typ heißt Faye Gold, also sorry,
bei dem Namen kann ich nicht anders. So, Gayfold, viel Spaß in der Schule. How does anyone find that funny? Klimaübersicht sieht auch sehr gesund aus. Alter, was geht mit denen ab? Damals, als die Schule noch aus Holz war, mussten wir mitten auf dem Schulweg auch noch Bankdrücken machen. Der Gemüsekiosk mit der fetten Aubergine obendrauf reduziert den Toilettenkomfort und die dürft ihr euch jetzt alle vor dem Weg in die Schule noch einverleiben. Gönnung! Die jungen Leute von heute haben ja auch keine Ahnung, wie schwierig es war, mit der rotierenden Aubergine durch die Sahara zu wedeln. Da muss man aufpassen. Dass jetzt neben den ganzen Feuerstellen und Heizstäben ganz viele Klimaanlagen sind, zeigt nicht nur den schrecklichen Schulweg der damaligen Generation, sondern spiegelt auch ganz gut deren Klimabilanz im Generellen wieder. Baue um die ganze Schule Schultoiletten. Wir nutzen dafür mal den freien Slot hier hinten. Das Spiel hat ja recht viele Grenzen, wie man seine Gebäude platzieren kann. Also mal schauen, ob das Ganze funktionieren wird. Ich glaube nicht. Aber das, was ich mir hier überlegt habe, scheint zu funktionieren. Und warum fliehen alle aus meinem Scheißhaus? Das ist noch nicht fertig, aber der Plan ist, dass alle hier reinkommen, dann einmal durch das Badezimmer durch müssen, einmal im Kreis, auf der anderen Seite wieder raus und dann innen in das Klassenzimmer rein können. Ich musste schon ein Klo setzen, dass das Ganze hier als Badezimmer zählt und wir hatten das jetzt schon vollgeschissen, dass der Klempner kommen muss. I can't believe someone would do this. Ich glaube, unsere Schule hat insgesamt nicht genug Toiletten, wenn ich sehe, wie hier direkt alles vollgekotet wird. Man darf jetzt hier einmal im Slalom durch alle Toilettenkabinen durch, um dann mit einem frischen Aroma in den Unterricht zu starten. Ich muss halt jetzt das Klassenzimmer zum absolut geilst ausgestatteten Klassenzimmer machen, einfach nur damit alle Dozenten hier ihren Unterricht halten wollen. Oh Mann, die Fenster ins Bad werden automatisch milchig gemacht. Solche Spielverderber. Wie soll man denn so neue Motivationen in der Prüfungsphase finden? Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist dieses Hamstergehege das einzige Objekt, das man in Klassenzimmern setzen kann und das Unterhaltung bietet. Also wir wissen, wie wir unsere Leute hier reinbekommen. Also sogar für Unterricht hinterm Scheißhaus ist das ein bisschen zu primitiv, Leute. Oh no! Der Bereich zwischen dem Furzorchester und dem Klassenzimmer zählt, by the way, als normaler Schulflur. Also hier kann man auch noch einiges machen. Boy. Wie zum Beispiel erfrischende Wasserautomaten auf der Rückseite der Toilettenkabinen. Die muss man nicht mal nachfüllen. Oh, ich kann nicht mehr. Wieso gibt denn jede einzelne Essenseinrichtung minus Toilettenkomfort? Wirklich jede einzige. Damit man sich schön vor der Vorlesung noch Eier mit Senf reinhauen kann. Es ist ja schon verständlich, dass Leute keinen Bock haben auf die Vorlesung. Unter anderem wegen 196 Hamstern. Und dann gibt's da noch Randy. Also entweder der isst blitzeblank oder der zieht blitzeblank. Auf jeden Fall besucht er die Vorlesung. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Was ist das denn? Alter, was ist das? Und wie lange geht das noch? Ja, Mario, ich habe 8 Leben, du kannst aufhören. Alter. Das sollte euch zu denken geben, dass das hier mit Abstand das Lustigste ist, was ich heute gesehen habe. Okay, Stone-Faced. Ich werde keine Miene verziehen. Nicht der Wet-Fart-Soundeffekt. Hängen die Bullen ab. Ja, ist etwas schwierig im Moment. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber können wir aufhören, Leute dafür zu schämen, dass sie Ananas-Pizza mögen? What? Hat nichts gerade mit dem Game zu tun, aber ich habe da erst heute wieder mit jemandem drüber diskutieren müssen. Lamar. I'm gonna do what's called a pro-gamer move. Wo ist er hin? Okay, wie kommen wir hier durch? That's the neat thing. You don't. Auf jeden Fall nochmal zurück zur Ananas-Pizza. Heißt ja, alle dürfen essen, was sie wollen, aber bei der Ananas-Pizza tun immer alle so, als hätte ich deinen Hund angezündet, wenn ich das mag. What do you mean by that? Ach, die Nachbarschaft wurde alarmiert, ich weiß ja gar nicht wie. Können die Effekte übrigens mal chillen? Ich mache die Mission gerade zum dritten Mal. Hm. Ananas ist absolut underrated. Was ist denn los mit dir? Muss ich jetzt warten, bis das vorbei ist? Ich gehe mir schnell was zu essen, holen keine Ananas, aber hätte ich eine Ananas da, würde ich sie jetzt essen. Einfach aus Protest. Hola, amigos. Yes, wir kommen raus. Jetzt schnell zur Mission. Aber ihr müsst doch mal an sowas wie so ein geiles Curry denken. Wenn man da ein bisschen Ananas reinmacht, so ein bisschen Süße dazu kommt, das schmeckt halt übelst geil. Ich sag's euch, das wertet jedes Curry auf. Und ich werde meine Fresse zu dem Thema nicht halten, bis Ananas seine Gleichberechtigung bekommen hat. Ihr habt das wichtigste Gespräch eures Lebens geführt. Was ist der Typ eigentlich so maximal racist? Dead Eye, wer wird zu McCree. Reicht etwa rassistisch sein nicht? Wir wollen auch noch sexistisch sein. Ich habe mich gerade legit gewundert, warum die Framerate so scheiße ist. Das ist einfach die Console-Experience. Ich dachte wirklich, das Spiel buggt rum. By the way, wer Cassidy immer noch McCree nennt, absolut ehrenlos. Und genauso Toast Hawaii. Wie kann man denn eigentlich Toast Hawaii nicht mögen? Ich glaube, wir sind noch auf der Straße. Es werden immer mehr Personen in meinem Auto. Ich habe mich schon gefreut, wenn der Nebel weg ist und ich endlich wieder was sehe. When people celebrate too early. Ich bin hier in irgendeiner Baustelle gelandet. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich glaube, Leute würden halt echt viel dafür geben, GTA 5 nochmal zum ersten Mal zu erleben und ich mache sowas hier. Worte können nicht beschreiben, was für ein du bist.
haben. Wir haben die Menschen, die Nation der Feen, Zwerge und Orks. Eigentlich werden ja Orks immer relativ dümmlich dargestellt, aber das sind die einzigen, die sich nicht direkt in zwei Nationen aufteilen. Jede Zivilisation bekommt noch ein paar Ärzte, damit die sich weiterentwickeln können. Ich habe mal die Menschen umbenannt in die Burgscheißer. Ja, die gibt's wirklich. Und die Bachbrunzer. Wer hätte es erwartet, die gibt's auch. Und dann haben wir uns so richtig angekackt. Übrigens ist das Meer dazwischen komplett voll mit Piranhas, also rüberschwimmen ist nicht. Jede Nation bekommt jetzt noch ein Spirit Animal. Die Feen kriegen ein paar Pinguine, die Zwerge Schildkröten. Die haben schon zwei Häfen, was geht denn mit den Zwergen ab? Die Orks kriegen Fliegen, weil bei denen stinkt's. Ja moin, jetzt töten die ganzen Fliegen, was soll das? Weil sie genau die falschen Konzepte machen. Bei uns gibt's ganz viele Frösche. Es ist Mittwoch. Meine der Mittwochsfrosch. Ich nehme das tatsächlich an einem Mittwoch auf. Die Piranhas zerlegen die ganzen Schiffe. Und wir machen es denen noch schwerer mit ganz vielen Vulkanen im Wasser. 15 Jahre haben wir es ausgehalten und jetzt planen die ersten Krieg. I will fucking laser you. Mache Häuser und andere Gebäude lebendig. Das macht jetzt ein bisschen das gebalancete Matchmaking unserer vier Nationen kaputt, aber ich muss das ausprobieren. Angriff! Die Orks haben sowieso einen Vorteil, weil die nur eine Nation sind. Die Orks gehen den ersten Step, die heißen jetzt übrigens Shrek, und greifen den Bergwerkzwerg an. Da guckst du einmal nicht hin und die Burgscheiße sind ausgelöscht. Skill issue. Die Bachbrunzer jetzt die zweitgrößte Nation. Die Bachbrunzer haben sich in zwei Dörfer aufgeteilt, namentlich Gnädel und Würstel. Wir haben jetzt ein Bündnis mit den Feen, die Crab Order. Weiß ich jetzt noch nicht, wie die Krabben im Kampf gegen die Orks helfen, aber man kann sie mal probieren. Die Bachbrunzer haben Shrek den Krieg erklärt. Du kriegst gleich einen auf die Fresse. Wir greifen im Winter an und haben scheinbar nicht aus unseren Fehlern gelernt. Wir müssen aufpassen, weil jetzt, wo die Lava abkühlt, kann man hier bald rüberlaufen auf die anderen Inseln. Wenn wir uns die Städte angucken, sind wir aber schon deutlich weiterentwickelt als die Orks. Außerdem haben wir zwei Armeeeinheiten und die Orks haben gar keine mehr. Die haben ihre verloren. Und die Elfen kommen uns sogar, um zu helfen. Sehr geil. Das war kein beabsichtigter Wenn-Elfen-Helfen-Joke. Der König ist down. Die neue Stadt der Menschen, der Sirse-Senf. Die Zwerge liegen echt weit hinten. Wir helfen denen mal ein bisschen und setzen hier ein paar Zombies frei. Alles für das gute Game-Balancing. Können die den überhaupt angreifen, ohne infiziert zu werden? Ja, da gehen noch ein paar mehr. Ich stoße an meine Grenzen. Scheiße, ich glaube, das waren ein paar zu viele. Kleine Bombenexplosion nach dem Tod. Das klingt doch nach super Patch-Notes für die Zwerge. Und dieser Patch ist ganz besonders wichtig. Also ich hoffe, dass die dann im Krieg sterben. Wenn die einfach hier auf ihrer Farm sterben, ist das gar nicht mal so geil. Ja, die sprengen einfach ihren eigenen Acker weg. My disappointment is immeasurable. Sorry, ich habe mich, was Game Balancing angeht, ein bisschen an Riot Games orientiert. Wir haben 8.500 Dollar, eine Palette kostet 5 Dollar. Ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Wie können eigentlich Leute Cookie-Clicker freiwillig spielen? Mich überzeugt das Gameplay jetzt noch nicht. Es ist also gar nicht so einfach herauszufinden, was du mit deinem Leben machen und wie du deine Zeit einsetzen willst. Wir nehmen mal 1.500 Stück mit. Mass. Da kommt die Ladung. Ich muss jetzt hier jede einzeln rausholen. Als ob der immer nur 5 auf einmal liefern kann. Ja, das kann jetzt etwas dauern. Kann der uns überfahren? Guck mal, was vom Sicherheitsabstand gehört. Fahr weiter! Jetzt gibt's aufs Maul. Die Physik von dem Game kommt nicht ganz darauf klar, wenn mehrere Sachen aufeinander liegen. Oh nee, nicht der schon wieder. Oh damn, er weicht jetzt aus. Was hat denn Francis für Moves drauf? Raus hier! Was ist das denn so? Alter, Francis ist so hart nervig. Ich will meine Paletten abladen. Ich wollte doch nur gucken, was passiert, wenn ich jetzt die unterste Palette rausziehe. 5 von 10 Francis. That's a lot of damage. Wir holen uns eine Shisha, mach ihr ein Kompliment, indem du sagst, dass sie wie deine Tochter aussieht. Kommt mega gut. Nein. Sag ihr, sie ist attraktiv, weil sie sieht aus wie deine Tochter. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Wird einmal zu oft das Klo benutzt. Hat der so eine Hakennase? Was ist das? Das ist der Rotzpumpe. Kann man mit dem Rotz spielen. Perfekt. Ich habe noch eine Sache vergessen, schnell. Another one. Der Rotzpuppe. Und sogar damit wir die Premium-Haltungsform haben, brauchen wir nur 5 Quadratmeter pro Tier, je nach Gewicht. Aber wenn ich jetzt da hingucke, sehe ich da Probleme. Unser Gehege hat 28 Quadratmeter, da geht aber noch einiges rein. Jetzt wird's kriminell. Der Kollege hat einen Futterball, eine Wasserschüssel, ein paar Blätter zum Schlafen. Was will man denn mehr? Sogar der Boden ist perfekt. Das sind jetzt 20 Ställe, 20 mal 5, hier ist easy Platz für 100 Bisons. Ich verstehe gar nicht, warum das bei den Besuchern nicht so gut ankommt. Ich bin ehrlich gesagt baff. Ich habe jetzt überall noch Fenster ergänzt, damit man die Lebensfreude der Tiere auch sehen kann. Hier kommt die Welle. Ist schon geil, oder? Ich rasch komplett aus! Aber natürlich hält man sich so eine industrielle Massentierhaltung nicht nur zum Anschauen. Cosmic Cow Milkshakes. Ich möchte von allen guten Geistern verlassen. Ja, die Hälfte unserer Bisons sind männlich, aber wir kriegen das irgendwie hin. Nee, Digi. Man bekommt ja nicht jeden Tag frische Bisonmilch aus Premiumhaltung. Die Leute suchen sich einen Bison aus und gönnen sich. Nice, oder? Metal, Leute. Ein bisschen Werbung muss natürlich auch sein. In Germany we call it, der Markt regelt das schon. Nein. Einfach unglaublich, wie gut man das Tier sehen
sehen kann. Bester Tag überhaupt. Kollege, du musst jetzt auch nicht übertreiben, ist etwas assi. Mit der Hilfe der Bildschirme kann man jetzt auch die Tiere in diesen Schluchten besser sehen. Kannst du mal einen Rissen-Staudamm bauen? Kann man das Abwasser stauen? Und heute, ihr kackt viel zu viel den Damm überschwemmt. Wait, da wird automatisch eine Straße drauf gebaut. Oh, hier darf jetzt einer Würstchen verkaufen gehen. Ist halt wurscht. So. Mit dem Originalaroma aus dem Wurstapparat. Wait, ich sollte ja einen Rissen-Staudamm machen. Ich hab's falsch gemacht. Mann, jetzt überschwemmt ihr wieder alles wegen dem Staudamm. Falls ihr euch fragt, wie ich immer noch im Plus sein kann, ich kürze übrigens allen sozialen Einrichtungen das Budget. Wie auch immer ich den so bauen kann, aber hey, das Game lässt es zu. What? Könnt ihr bitte nicht alle in Wurstwasser ertrinken, während ich hier auf mein Geld warte? Ja, ich warte. Let's go. Also, ich bin ja jetzt kein Staudamm-Experte, aber ich glaube nicht, dass das hier viel Strom erzeugen wird. I have a very large brain. Aber wir sollten ja auch den rissigsten bauen, nicht den effizientesten. Ich bin stärkste Legende. Hallo, die stärkste Legende. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Servus. Man merkt, dass das Game mit Google Übersetzer hergestellt wurde, weil Gehen einfach mit Spaziergang übersetzt wurde. Nice to meet you erstmal. Jetzt gibt's aufs Maul. Wo ist er denn hin? Die Gegner müssen immer kurz T-posen, bevor sie wegfliegen. Ah, ah. Ich finde halt legit den Weg nicht. Wie viele sind denn hier? Hi. Asaya. Ich kann den Sound nicht mehr hören. Oh, das hier ist der Boss. Wer hat denn sich das Level-Design ausgedacht? Das war jetzt Level 1, wir können aber direkt auf Level 3 gehen. Let's go! Let's go! Ja moin, ihr schon wieder. Was geht denn jetzt ab? Ich habe das jetzt in-game und bei Windows auf 1% gestellt. Als ob ich da jetzt alle 30 töten gehe. Die Flugzeuge machen halt auch den gleichen Sterbesound wie die Soldaten. Ja, wer meint, das sind keine Flugzeuge, das sind die Soldaten. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Was geht denn jetzt ab? Ich find's gut, wie mir das Game keinerlei Instruktionen gibt, sondern mir einfach das hier zeigt. Hola, muchas gracias. Tenderos puta de la madre, señor Kessin. Habt ihr eine Quest für mich? Ich sammle hier die ganze Zeit einfach nur Achievements, weil ich irgendwelche Dinge berühre. Das Game heißt Pineapple on Pizza. Hier ist weder Ananas noch Pizza. Komplette Themaverfehlung. Werden die Eltern kontaktiert werden, noch? Ach du Kacke. Leute, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich will doch einfach nur ein Game, das mir recht gibt, dass Ananas auf der Pizza geil ist. Juckt euch auch so überhaupt nicht. Hier waren irgendwo Boote. Ich glaube, da sollten wir hin. Oh nein, die werden alle vom Hai gefressen. Was haben wir getan? Weiß ich jetzt nicht, ob die Message rüberkam. Magst du Pizza Ananas? Nee. Aber warte, ich glaube schon. Okay. Was soll ich denn dem jetzt für ein Rating geben? 1 von 10 und der eine Punkt ist für Ananas. Keine Ahnung. In die Schenkel? Nein, nicht nochmal Wario. Let's go! Alter, was ist das? Wir können uns auch ein Maskottchen für unseren Park holen und unsere Auswahl ist aktuell zwischen einem Furry und einer Kuh, die sich gerade selber an die Euter packt. Das sollte doch die Beliebtheit der Deutschen Bahn ein bisschen steigern. Yes, Mommy. Sass. So Shooter haben halt leider mehr als 5 Knöpfe. Ja, das klappt ja spitzenmäßig. Alter, was machst du? Stopp! Wieso denkt der denn, dass ich durchgehen Leertaste drücke? Das ist der Knopf da hinten. Mach ich obviously nicht. Bau ein Dorf, womit du Markus Söder stolz machen würdest. Ich mache mir Sorge. Jetzt wird's aber sehr spezifisch. Wir nehmen die Straße mit vielen Bäumen. Wir haben hier immerhin im Naturbelasten den Bayern. Auf geht's, Leute. Der Markus wartet auf sein Halbe. Möglicherweise sogar einen echten Schlaganfall. Es tut mir ja leid. Besser habe ich es. Karo muss da heute nicht hinbracht. Hier Thronkönig Markus. Wo zopft ist? Ein kurz Limettenradler von Oettinger. Nein, ganz sicher nicht. Ich weiß halt echt nicht, was du dir erwartet hast, dass du den Kommentar geschrieben hast. Frag, ob sie schon mal Sex auf einem Pferd gehabt hat. Alter, wieso sind denn das die beiden Optionen? Wo ist denn da der Middle Ground? Frag sie, ob schon mal Sex auf einem Pferd gehabt hat. Alter, what the hell? Es gibt einen Typen, der hat sich von einem Pferd totficken lassen. In Washington. Mr. Hans. Ever had sex on a horse? What? Or with a horse? Der hatte with a horse. Jetzt fühle ich ihn aber gerade. Jetzt ist er gerade zum ersten Mal sympathisch. Emma! Ich wollte eigentlich mir den zweiten Elefanten möglichst lange aufsparen. Shit. Wir müssten gerade der normal große Luigi sein. Ich glaube, komplett blind schaffe ich das nicht. Also Leute, wo muss ich lang? Ich brauche jetzt einmal eure Hilfe. Ich höre Glitzern um mich rum. Glitzern heißt, ich kann irgendwas einsammeln. No, no. Nach rechts, okay. Ich gehe mal vorsichtig langsam nach rechts. Achtung, Gegner. Ja, da war der Gegner. Ich weiß nicht, ob es so leichter wird. Also, da kommt gleich der Große. Heißt, unter dem muss ich erstmal unten durch. Heißt, ich laufe erstmal ohne springen. Ja, Merse unten sind auch Gegner. Ich brauche halt jemanden, der mir sagt, wo ich lang muss. Hat einer von euch Lust, mal kurz auserwählt zu werden, in den Discord zu kommen und mir zu sagen, wo ich lang muss? Hallo? 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 Nein, noch nicht. Jetzt. Noch nicht? Jetzt rechts. Ja. Oh,
Leute, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Spring. Weiter rechts noch. Jetzt bist du runtergefallen. Jetzt spring. So, hast du bei der Gegner erledigt. Okay. So, nochmal springen, damit du nach oben kommst. Spring. Okay. Spring und nach rechts. So, weiter nach rechts. Weiter rechts. Ich bleib mal so vorsichtig, ja? Mhm. Also versuchst du gerade ins Ziel zu kommen oder den Wundersamen zu kriegen? Oh, oh, oh. Können wir bitte gehen? Guck mal, hier ist der Wurstapparat, der Knödelkarl. An dem bin ich ja vorhin schon vorbeigefahren. Ich hab den gar nicht wahrgenommen, den Knödelkarl. Alter, der sieht geil aus. Hallo, schicker junger Mann. Kann der Richter sich selbst verklagen? Nein, mache ich nicht. Ist der Server ein Kindergarten? Nee, Krabbelgruppe. Wir hatten damals, als ich ein Kind war, hinten im Auto diese kleinen Fernseher dran, die man hinten an die Sitze von den Fahrern machen konnte. Und wenn wir dann wieder 14 Stunden in den Urlaub gefahren sind, weil wir immer mit dem Auto gefahren sind, konnten wir da immer Benjamin Blümchen schauen. Ich weiß auch nicht genau, was sich mein Dad dabei gedacht hat, solche teuren Fernseher fürs Auto zu kaufen, und dann haben wir legit eine DVD gehabt. Benjamin Blümchen auf dem fucking Bauernhof. Und das haben wir einfach immer geguckt, und ich wurde halt auch irgendwann echt zu alt dafür, aber nein, wir haben weiter Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof geguckt. 10-mal hintereinander auf dem Weg in den Urlaub. Und da gab es eine Kuh, das war die Zenzi, und die Zenzi wollte einen Knädel haben, weil Benjamin Blümchen war auf dem Bauernhof in Bayern. Eigentlich schon eine wilde Folge. So, da unten haben wir ihn. Könnt ihr mich bitte nicht in den Lavasee werfen? Dankeschön. Wurzeln. Darf man nicht sagen. Ich hab vergessen, Wasser mitzunehmen. Wir müssen das da vorne holen. Da hätten wir mal jetzt Benjamin mit seinem dicken Rüssel. Könnt ihr hier ein bisschen rumspritzen? Da, das ist die Folge. Und erst die Hühner. Und erst die Hühner. Mistviech, elendig, Simi, Herrgott, Grützi, Türken, Sakrament noch einmal. Alter, und das habe ich mir den ganzen Tag gegeben. Wie machen das denn Leute mit einer kleinen Nase? Ich habe ja schon so einen fetten Zinken. So, du Knödel, jetzt komm mal her. Ich schepper dir jetzt der Weißwurst weg. Mit der Kraft der Nase. Ich schieße dich auf den Mond. Alter, jetzt da hoch. Spring doch. Boah, das tut so weh an der Nase, ne? Jetzt spring doch. Meine Fresse. Okay, also ohne Elefant geht das überhaupt nicht. Und drüber und schlagen. So. Hör auf, dich auf den Boden zu legen. Spring doch, Mann. Wir haben noch 10 Versuche. Danach ist Feierabend. Du Sohn von unzähligen Müttern. Es ist unfassbar, wie viele Muttis du hast. Du hast so einen fetten Arsch, Luigi. Das kann doch nicht so schwer sein, den mal loszuschwabbeln. Nee, falsch. Nehmen wir Fortnite. Ja, eben. Fortnite ist die richtige Entscheidung. Alter, wenn jetzt bei Fortnite das Date weitergeht, ne? Alter, das wäre wild. Wenn wir sie damit rumkriegen, dann ist es die richtige. Die Frau fürs Leben. I'm really into video games. Like, this one I play called Fortnite. Geh und hilf ihm, versuche deinem Freund die Freundin auszuspannen, dass wir sie kriegen, schlafe weiter oder kotze auf den Tisch. Und wenn ich mir den Chat so anschaue, dann kotzen wir auf den Tisch. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Alter. I know you're trying to fuck these girls. Yeah, but are you okay? Let's get you home, man. Let's get you home. Yeah. Wait. Ich dachte, wir kotzen auf den Tisch. Nein, wir kotzen auf sie. Main Character, by the way. Warum gibt's überhaupt die Option Kotze auf den fucking Tisch? Oh, wie alt sind wir? Sag ihr, sie sei zu jung für dich, und frag, wie reif sie ist. Oh Gott. Aussagen wie du bist reif für dein Alter sind auch ganz schlimm. Die war nicht so jung. Die war schon 10. Verdammter Mülleimer! In meiner Familie sagt man, du bist nur so alt wie die Summe deiner Kindsbräute. 50, aber ich bin jung geblieben. Das ist halt schon wieder so eine Situation, wo alle Antworten irgendwie scheiße sind. Weil halt die Situation scheiße sind, weil du solltest die gar nicht erst daten. Child brides, as in children. No, younger brides. You're married to kids? No, they are young. No, children are such. Disgusting. That's pedophilic. You're a pedophile. I'm not a pedophile. I gotta go. I've just got a lot of love to give everybody. I'm not a pedophile. I have just a lot of love. Die fragt dich, wie alt bist du? Nee, ich mach's gern mit Kindern. Tolle Antwort. Wer hat denn sich eigentlich gedacht, boah, lass mal so ein Spiel programmieren, wo wirklich ein kompletter Durchfall ist? Hey, Knödelgeil, dem fallen gleich die Augen raus dem Kopf. Die hieß Frau Bauer. Ich habe die Blasen hier im Hintergrund gesehen und war dann irgendwie so im Seemannsfeeling, und deswegen haben wir jetzt volle Kraft voraus, Backbord, Steuerbord, volle Kraft zurück, Anker werfen, fliegende Holländer, Netze auswerfen und Netze einholen. Lohnt sich. Ich habe schon wieder vergessen, wo Backbord und Steuerbord ist. Dass du dumm bist oder sowas? Volle Kraft voraus. Ja, es funktioniert. Akkurat. Warte, was war springen nochmal? Danke, danke, ist nicht nötig. Volle Kraft zurück. Stopp, nein. Anker werfen. Volle Kraft zurück. Noch ein Stück. Anker werfen. Okay, wir drehen uns schon mal. Wir müssen im richtigen Moment loslaufen. Volle Kraft voraus. Okay, let's go. Naja, fast. Ich will den Captain zur See. Nein, nicht zurück. Backbord. Steuerbord. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Mir doch egal. Hauptsache Vollgas. Oh. Anker lichten.
Nee, Anker werfen. Volle Kraft voraus. Achtung, es passiert was. Wir schaffen das, langsam aber sicher. Fliegender Holländer. Da bist du genau an den richtigen Geist geraten. Fliegender Holländer. Genau. Die Commands sind schon wieder viel zu lange. Nein, nicht wieder zurück in den Spawn laufen. Fortnite-Lobbys sind so das, wie ich mir heutzutage den Schulhof vorstelle. So, das ist die typische dritte Klasse. Alright, der Albert möchte bis zum modischen Modegeschäft kommen, was ungefähr am Arsch der Welt liegt. Das will ich jetzt mal sehen, wie der das macht. Hier ist gerade einfach ein Jaguar gespawnt. Was soll denn das? Cheeto. Ich wusste nicht, dass das solche Auswirkungen auf die Umwelt hat, wenn wir mit dem Bus fahren. Oh, und weg ist er wieder. Du Albert, ich glaube, der Bus hat Verspätung wegen der technischen Störung. Der Albert ist nicht gerade der hellste. Der ist jetzt einfach im nächsten Viertel wieder ausgestiegen. Du musst hier nach unten, damit du weiterfahren kannst. You idiot. To be fair, die Fahrpläne von der Deutschen Bahn sind auch meistens echt kompliziert. Albert, dein Bus ist gerade abgefahren. Auf was war wartest du, hier kommt nur einer vorbei. Es gibt nur eine Busstrecke. Die ungebildeten Senioren sind maximal überfordert. Also alles wie in echt. Jetzt sammeln die sich hier alle an der Bushaltestelle her. Ihr müsst schon auch in den Bus einsteigen, wenn der kommt. Ich muss ja Pläne geben, ne? Jetzt ist der Albert eingestiegen, aber der Rest nicht. Ich beneide ja Leute, die leise niesen können. Ich kann das nicht. Weirder Fun Fact, aber ich kann auch nicht rülpsen. Legit, habe ich noch nie gemacht. Und sogar wenn ich viel Kohlensäure trinke, dann habe ich halt so einen Schluck auf. Was auch weird ist, dass ich das habe. Ich hickse dann legit einmal und dann kommt da ganz viel Luft raus und dann ist das wieder vorbei. Hey Champ, that's really interesting. Next time, keep it to yourself. Aber ich kann nicht rülpsen. Ich meine, ist jetzt nicht wirklich schlimm oder so. Ich finde Rülpsen jetzt auch nicht so geil, aber irgendwie ist das komisch. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwie erzwingen kann. Ich will das einmal erlebt haben. Wie ist das zu rülpsen? Godfrey, hast du schon mal gerülpst? Du siehst aus wie ein Rülpser. Kann er übrigens aufhören, mich zu one-shotten. Dafür habe ich relativ oft harte Blähungen. Da wäre mir Rülpsen eigentlich lieber. Shut the fuck up! Moin, was geht bei dir? Moin. So eine Scheiße hast du auch noch nicht gesehen, oder? Ja komm, ich drehe mich schon wieder um. Wusstet ihr, dass man Aiwanger-Eier kaufen kann? Die haben sogar extra viele Vitamine. Ich will nicht wissen, wie der Aiwanger da seine Vitamine reinbekommen hat, aber es ist so. Also ich bin ja sehr viel gekommen. So, stopp. Ich hol mir erst Eisen und dann machen wir das. Wie wär's? So, moin. Du passt jetzt hier aufs Eisen auf, okay? Hubert, guck nicht so dämlich. Angriff. Hubert, du dummes Stück Scheiße. Die kommen immer näher. Der Opa auf Koka. Ah! Ne, in dem Alter kann man sich auch mal gönnen. Moment, wir gehen wieder auf die andere. Wechsel doch die Waffe. Also zum Glück ist der Gegner komplett scheiße. Nein, ich will das jetzt nicht. Halt, stopp. Ach, scheiße, ich kann ja nicht auf die 1, da war ja was. Moment, wir brauchen das hier. Shotty for life. War das ein Bot? Das muss ein Bot gewesen sein, oder? Du bist scheiße. Entweder Bot oder Endstufe Handyspieler. Na, ihr Nerds? Es stinkt nach Abschaum. Aber kein Problem für den Knödelmann. Oder die Knödelfrau. Entschuldigung. Wollte dich nicht missgendern. Thaddäus. Ja, SpongeBob, du hast mir das eingebrockt. Also lass dir mal was einfallen, wie du das wieder gut machst. Wieso auch immer ich mich dafür entschieden habe, dass unser Thaddäus eine Frau ist. Kannst du mal etwas mehr Schaden bekommen? Das dauert halt ewig hier. Find's auch weird, dass in diesem Game Margit ein Mann ist. Man kann doch nicht Margit heißen. I got cancelled. Margit heißt nur meine alte Französischlehrerin. Und die ist alt. Und weiblich, glaube ich. Bin mir wenig so sicher. Hier kann doch nicht so ein Halbgott aufkreuzen, einfach so heißen wie meine Französische. Lehrerin. Können die nicht coole Namen haben, wie Blatzi du sagst? Backboard war links, oder? Das sieht machbar aus. Ich glaube nicht. Nein. Volle Kraft voraus. Nicht auf die Drehscheibe. Backboard. Backboard war tatsächlich links. Big Brain. Steuerbord. Steuerbord. Liegender Holländer. Das sieht gut aus. I accuse you of capping. Backboard, Backboard, Backboard. Ich darf das nicht öfter sagen, dann hört er das nicht. Steuerbord. Wie soll ich das denn schaffen? Wo läuft er denn hin? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Anker werfen. Steuerbord? Ach, da kann man auch weiter. Einfach an der Kante hier entlang. Hey, wir sind echt weit gekommen. Was hast du jetzt für einen Grund, so abzufeiern? Ja, Mann, erste Runde verloren. Die Familie hat den geilsten Ort bekommen, direkt an der Autobahnauffahrt. Nein. Ihr heißt jetzt die Opferresidenz. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gerade eine Petition zum Bau einer Schule in unserer Stadt unterzeichnet. Okay, Bradley Price, wo wohnst du? Hier kommt die Schule hin. Okay, das war so nicht geplant, aber die Stadt sieht halt aus wie eine Sichel. Und ganz ehrlich, jetzt müssen wir es auch vollenden. Sieht das kacke aus. Statue der Industrie, da sehe ich unseren neuen Bezirk. Wusstest du, dass es noch ein paar Tricks in seiner Stange hat? Bäh. Bah. Bäh. Ich musste für den neuen Bewohner die Abwasserentsorgung etwas ausbauen und habe die eventuell etwas schlecht platziert. Ekelhaft. Oh nein, der arbeitet ehrenamtlich bei der Arztpraxis, da tut's mir halt schon ein bisschen leid. Alles klar, die fahren einfach wieder weiter, gönnt euch. Also wir sind finanziell wieder im Plus, also ich sehe hier kein Problem. Das sieht doch gut aus. Als ob genau hier eine Mulde ist, dass dieses Plumpsklo jetzt die ganze Zeit hier bleibt. Und meine Leute sind auch noch so dämlich und fahren da die ganze Zeit rein. Naja, das wird sich schon legen.
Ich sollte hier eigentlich einen Schlüssel bekommen, mit dem ich diese Tür aufmachen kann, aber der war halt nicht da. Was machen wir denn jetzt? Was machen Sachen? Der Schlüssel ist ein Key-Item und wird deswegen mit anderen Key-Items vertauscht. Heißt, wir dürfen alle Key-Item-Spots auf der gesamten Map absuchen. Immerhin kann Tadeus unterwegs mal was zum Anziehen finden. Boy, du bist etwas zu groß. Och nee. Trommelwirbel. Nope. Nächste Location. Aufs Maul gibt's. Goldene Runen sind halt absolut OP. Wir haben auch die Ehre, jeden einzelnen Shop abzusuchen, weil die können das natürlich auch verkaufen. Ich kann nicht mehr. Und das passiert halt, wenn man sie nicht verkauft. Ey, unsere Waffe ist so OP, weil die einfach jeden Gegner umwirft, weil die so schwer ist. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt auf dem richtigen Weg. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Wie hart kickt die Fähigkeit von der Waffe? Dürfte ich hier vielleicht durch? Was verkaufst du, mein Freund? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also keinen rostigen Schlüssel verkaufen war jetzt nicht dein schlauster Move bis jetzt. Jetzt bin ich hier auf einem Berg gelandet, auf dem ich überhaupt nicht sein möchte. Was ist denn er für eine Blume? Gönn uns. Sieht Thaddäus damit zufrieden aus? Nein. Angeblich muss der Schlüssel irgendwo im Startgebiet sein und wenn das nicht stimmt, dann fahre ich zu dem Ersteller von dem Randomizer nach Hause und scheiß dem höchstpersönlich vor die Haustür. What do you mean by that? Der hat safe meinen Schlüssel geklaut. Und hier gibt's den natürlich auch nicht. My disappointment is immeasurable. Was tue ich mir hier eigentlich an? Das sollte der letzte Händler sein. Ihr dürft ja mal raten, ob er es dabei gehabt hat. Ich will hier den Friedhof looten, weil da richtig viele Items sind, aber der Typ macht's nicht gerade einfach. Gib's die Route übern Latz. Nice, paar Handschuhe. Die Keule sieht aus wie Thaddäus Nase. Ich muss in die andere Richtung. Wir müssen diese Effekte nutzen, die nur auf die NPCs gehen. Das sind unsere Chancen. Hold up, ich hab Franklin vergessen. Ich meine, so grob sind wir unterwegs zum Missionsziel. Mal gucken, wo wir ankommen. Winton? Sieht eigentlich echt ganz nett aus, die Welt. Ganz nett haben sie's hier. Merci für gar nichts. Ich muss schnell genug fahren, damit ich nicht explodiere, aber das ist halt gerade etwas schwierig. Oh nee, nicht schon wieder. Steig wieder in das Auto. Ja, ich probier's. Ich glaube, Franklin mag keine Ananas, der hat das verdient. Halt der Mord. Warum ist Michael auf dem Rücksitz? Hä? Wenn ich ziehe, dann ballert der andere Michael alles ab. Michael, kannst du aufhören? Ich versuche die Bullen abzuhängen. Ja, genau, da wollte ich hin. Sobald wir aufhören, uns zu teleportieren, kriegen wir das hin. Glaubst du nicht? Ah, wir sind gar nicht gestorben. Solche Assis. Die Ehre wurde genommen. Da haben sie mir aber einen ganz schönen Bären aufgebunden. An der Nase herumgeführt. Bamboozelt haben sie mich. Okay, Boomer. Komm, wir haben es fast geschafft. Jetzt kein Force Field. Ach, come on. Wir sind doch schon drin. Och nee, jetzt sind wir wieder hier ganz hinten. And I've decided that I want to die. Das Spiel zeigt am Anfang, aus wie viel Meter man den Müll wirft. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Schöner Wurf auf Meter Value Meter. Geil. Bau mal meine Mom. Gibt es auf deinem Kanal irgendwelche Hinweise, wie deine Mutter aussieht? Sitzt da oben der Crewmate? Wenn er Crewmate ist, dann kann die Mutter nur Imposter sein. Big Brain. Dann natürlich noch eine kleine Autobahnauffahrt. Sieht irgendwie suspicious aus. Und das Coole ist, der leuchtet nachts. Das geht zu weit. Tiere, gegen die demonstriert wird, Klabautermann Klausibert. Ich dachte, die demonstrieren für die Tiere. Nein, die demonstrieren gegen die Tiere. Ihr seid ja noch asozialer als ich. Baue ein Gehege mit einer naturgemäßen Anzahl an Flamingos. Mindestens 1000. Ja moin. Das Problem ist, dass man immer nur 4 Tiere auf einmal kaufen kann. Hold up, Panda Warzenschwein steht kurz vor der Inzucht. Nein, 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 nein. Was geht denn jetzt ab? Weiß ich nicht. Die sollen ihren Spaß haben, wir gehen weiter Flamingos kaufen. Wahrscheinlich sind die zu 100% zufrieden mit der Bepflanzung von diesem Gehege. Hä? Sieht schon stabil aus. Aus. Wir sind bei 134 Tieren und die Framerate verabschiedet sich jetzt schon. Das Ganze würde auch etwas schneller gehen, wenn unser Handelszentrum nicht auf maximaler Bauhöhe wäre. Ganz langsam ruckeln alle Tiere ins Gehege rein. 1012 rosa Flamingos. Das Game ist so unfassbar am Ruckeln. Gerade an der Futterstelle geht's halt komplett ab. Genug ist genug. Und die bekommen auch noch die ganze Zeit Nachwuchs. Das werden immer mehr. Exponentielles Flamingo-Wachstum. Ihr habt eine komplette Schraube lockert. Schätze, der Ausblick auf das Tier ist okay. Willst du mich verarschen, als ob du hier keinen Flamingo siehst. Nein. Den Besuchern ist es aus irgendeinem Grund total wichtig, dass der Zoo informativ ist. Damit wäre der Bildungsauftrag dann auch erfüllt. Sehr schön. Wie hat mich denn die Banane zurück zum Spawn geprügelt? Ja, 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 ja. Charmy, geh du mal vor. Nein. Okay, never mind. Ich hab wieder. Nein, oh. Nein. Oh, oh nein. Oh. Ich werde jetzt jeden Herbert, den ich sehe, ins Schienbein treten. Ich hoffe, du kennst nicht viele Herberts. So viel Bananen, wie ich an dem Gesicht hatte, ist das jetzt absolut nichts Neues, wenn da irgendwas in mein Gesicht kommt. Okay. Okay, ciao. Das klang schon sehr confident. Mir fällt jetzt auf, dass ich eine ähnliche Frisur wie meine Bohne. Geil.
Nein! Oh. Ich empfehle euch Stage 4 einfach so schnell wie möglich zu machen, bevor euch ein Baseball ins Gesicht kommt. Ich glaube an euch, Leute, ihr schafft das. Eines glaubst du da mehr dran als ich? Ja, ja. Nein, die Walze, diese Walze! Ihr könnt da ausrasten. Oh nein, 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 nein! Oh. Nein! Hat die Banane gerade Triple Kill gemacht? Ja, ich glaube, dieser Run wird's nicht. Ich schwöre, ich habe die nicht umbenannt. Hier ist Pumpen ist unser Geschäft. Dort ist Pumpen ist unser Geschäft. Und hier drüben Pumpen ist unser Geschäft. Ich bin's. Wo will er hier schon wieder hin? Boy. Alles klar, Kollege. Läuft bei dir. Anders wild. Brä. So, jetzt wird's nochmal ein bisschen schwieriger. Ist dir nichts mit HH oder FF eingefallen? Mit HH, da fällt mir schon was ein, aber ich weiß nicht, ob ich das nehmen will. Oh no. Mach mal nicht. Das wird reingeschnitten. Schwerer Fehler, Baby, Alter. Oh nein. Oh nee. Ich war vorne, aber ich komme immer weiter nach hinten. Fast wieder am Anfang. Oh Gott. Oh, Tai. Oh Gott, oh Gott. Nein! Ich hab eine halbe Stunde. Ich bin wieder am Start! Nein! Ich hab eine halbe Stunde gebraucht, um die freizuschalten und der rennt einfach durch. Ich bin auch wieder am Start. Reizhackel-Zähl fix! Du brauchst die richtige Frisur, Rababs. Du brauchst die richtige Frisur, dann bist du aerodynamisch. Ja, mein Glatzkopf kommt hier nicht durch. Alter, ich bin wieder ganz Also, ich hatte Spaß. Das ist schön. Ich fang das freut uns. Wir freuen uns. Und schaut wieder! Ja, endlich. Nein, da. Bau mal eine Wasserrutsche, aber anstatt Wasser, scheiße. Wir sind finanziell im Moment eh noch im Minus. Da hilft's bestimmt, wenn die Scheiße Loopings schlägt. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt hinbekommen können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Mulde überall dicht ist, aber unser Dorf wird uns dann schon Rückmeldung geben. Listen, you mother. Hier unten geht mal das neue Wohngebiet entlang, für die, die etwas gefährlich leben wollen. Bist du wahnsinnig? So, dann weinen wir den ganzen Spaß hier mal ein. Die Ehre gebührt Willi von Wurstapparat der Dritte. Oh yes, der Wurstapparat ist back. Das gefällt mir schon mal gar nicht, dass ich hier kein Abwasser sehe. Wo backt es durch den Felsen durch? Ach du Kacke. Wie ist denn das jetzt passiert? Wir machen hier mal ein kleines scheiße Auffangbecken. Also ganz ehrlich, wer jetzt hier eingezogen ist, ist auch irgendwie selber schuld. So, Willi, ich kann jetzt legit nicht sehen, wo du das hier verkacken kannst. Bitte streng dich an. Oh nee, das geht schon wieder durch, oder? Ich schaff's ja nicht mal, dass die Scheiße losfließt. Wie soll das hier eine Kurve schaffen? Und schwupps. So, das ist doch jetzt definitiv breit genug. Da kannst du mir nichts mehr erzählen. Oh, sieht gut aus. Willi, du bist es einfach. Die da unten haben sich immer noch nicht vom letzten Tsunami erholt. Ich habe noch nie eine schönere Scheiße-Rutsche gesehen. Würde ich sagen, alright. Als ob das jetzt wirklich geklappt hat. Der Berg ist halt viel zu steil, aber ich will hier irgendwie eine Straße hochziehen. Dämlich. Besser als so ist es halt leider nicht möglich. Was ist denn hier drüben passiert? Die Leute leben hier schon krass am Limit. Ich habe mir wirklich größte Mühe gegeben. Besser als so ist es halt nicht möglich. Da müssen die Autos jetzt durch. Baut Thomas die Lokomotive. Und eure Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Die Dimension spielt keine Rolle, wie groß er ist, oder? Wie du möchtest. Findet einfach alles viereckig. Thomas, der hat ein Gesicht? Ja, Thomas die Lokomotive, nicht irgendein Train. Natürlich hat der ein Gesicht. Oh ja, hier kennt man ihn schon. Ich muss dazu sagen, ich habe mir beim zweiten Monitor ein Referenzbild aufgemacht. Und auch da hinten, ich habe Sense ganz vergessen, der hat sich versteckt. Sense übertreibt komplett. Ist der eine Block hier vorne der Kopf? Ja. Okay. Irgendwie habe ich den Kopf größer in Erinnerung. Also auf dem Referenzbild, was ich habe, hat er über der Stirn noch eine Lampe kleben. To be fair, er hat auch eine Kanone auf der Schulter. Vielleicht habe ich das falsche Referenzbild. What the fuck? Okay, wow. Außerdem hängt sein Schlong raus. Ich habe mal auf Rule 30 vorgesucht, ne? So, Matze hat Deutsche Bahn Güterwaggon. So muss das. Robust und kompakt. Aus für Reifen. Tai hat das detailreichste Gesicht. Ja, oder? Wenn er fährt auf der Autobahn, dann ist er pünktlicher. Also bei Matze sehe ich bis jetzt so einen Among Us-Charakter. Alter, was macht die für Gesichter? Ja, wie will man ein Gesicht machen? Thomas guckt aber auch selten dämlich. Das Referenzbild für Matze sein Thomas gefunden. Das sieht aus wie der Sniffer. Matze, was ist denn das hier vorne? Ja, sehe ich. Ich muss ein Kriegsverbrechen gegen dieses Tier beginnen. Der hat doch immer so einen Buckel auf mittendrin, ne? Ja, bei deinen Referenzbildern bestimmt. Hey, warum schwitze ich gerade so? Ja, okay, Sense ist komplett am Tryharden. Ein Klassenraum besteht immer aus zwei Klassen, bei denen die Lehrer Rücken an Rücken sitzen und die Tische der Schüler einen großen Kreis um beide Lehrkräfte bilden. Klingt nach einer super Atmosphäre zum Lernen. Man kann leider nur ein Lesepult pro Klassenzimmer setzen, aber da finden wir einen Weg drumherum. Ja, sicherlich. Lässt viel Licht rein und die Blicke unerwünschter Zuschauer und genau da sehe ich uns. Uff, uff, uff. Okay, ich habe eine Idee, wie wir das schaffen. Ich glaube, das hier sollte die Idee grob umsetzen. Beide Räume gelten jetzt als vollwertige Klassenzimmer, man kann aber trotzdem nur die Vorlesung gegenüber betrachten. Also ja, hier ein paar nette Mädels. Wo ist Mario? Ich dachte, Mario Bart wäre ziemlich unlustig, aber anhand seiner T-Shirts merkt man, der ist ja absolut immer unlustig. Ja, wie meine alte Französischlehrerin sagen würde, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe keine Ahnung, was die mir damit sagen wollte.
Ich meine, die hat auch immer gesagt, bei meiner Aussprache rollst den Franzosen die Fußnägel hoch. Über den Feldweg mit Tempolimit 30 senkrecht auf die Autobahn draufheizen, da sehe ich uns. Das wird der nächste AAA-Titel von Nintendo. Super Mario scheißt auf die Straßenverkehrsordnung. Mama! Wir wissen, dass wir bei einem guten Game sind, wenn ich das Spiel starte und wir einfach direkt in-game sind, ohne irgendein Menü. Was ist das? Es gibt auch keine Lautstärke-Einstellungen. Wieso wechselt denn die Kameraperspektive alle paar Meter? Das ist richtig nervig. Was passiert denn hier? Und was haben wir da über dem Schädel? Irgendwer von euch ist doch bestimmt Biker. Könnt ihr mir mal verraten, ob das wirklich nötig ist, dass jeder Biker immer so hässliche Hosen trägt? Nein, Manfred, ich möchte nicht deinen knackigen 85-jährigen Arsch in Latexhosen sehen. Ach, das soll ein Pfeil sein über uns. Guck mal. Also die ganze Steuerung besteht eigentlich nur daraus, dass man andere Kameraperspektiven hat, falls man stuck ist, dass man sich drehen kann, falls man stuck ist, dass man sich zurücksetzen kann, falls man stuck ist. Junge, das Game kostet 97 Euro. Das Bundle für 2.500. Haben die komplett den Arsch offen? Bist du wahnsinnig? Climb Challenge Castle für 200 Euro. Da muss ich aber ganz dringend groß. Ich meine, wer braucht schon Minecraft, wenn man auch genauso gut einfach mal in seine Steam-Bibliothek scheißen kann? Kannst du mal Malle nachbauen? Man kann hier erkennen, wie wir das ganze Abwasser ins Meer leiten. Und wo sammelt sich natürlich der Endpunkt des deutschen Durchfalls? Natürlich auf Malle. Ich sollte aufhören, solche Inseln auf einmal aus dem Boden zu stampfen. Jetzt wird hier wieder ein Tsunami ausgelöst. Sieht aber eigentlich ganz wild aus. So, eine letzte Durchfallwelle geht noch über die Insel, damit es auch so riecht, als wären die deutschen Touristen schon da gewesen. Das zwiebelt jetzt ordentlich im Geldbeutel, aber wir brauchen einen Flughafen, sonst kommt man da nicht hin. Die Liegen stehen bereit, um mit Handtüchern reserviert zu werden. Reserviert. Legt einen Zipfel drauf. Die Sachen aus dem Workshop sind halt so krass unbalanced. Die Underground Rave Party hat einen Unterhaltungswert von 5000. Normal sind halt so 100. Beziehungsweise unser Spitzenkandidat, was Unterhaltung angeht, das mehrgeschossige dekorative Parkhaus, hat einen Wert von 80. Jetzt steht hier mitten auf Malle so ein kleiner Klecks Autobahn, nur damit das Ding underground bleiben kann, damit es auch ja niemand findet. Eine Müllhalde für die Leute, die auf der Müllhalde feiern wollen. Naja, dann ist für jeden was dabei. Dass die Straße um den Ballermann herum automatisch Lindenstraße genannt wurde, zeigt auch mal wieder gut die Zielgruppe vom Ballermann. Ich weiß ja nicht, wo ich hingucken soll, aber ich kann schielen, da kannst du ja ein paar lecker Mädchen hier angucken, gell? Komm her, du Lümmel. Bei euch alles easy, Kollegen? Na klar, du weißt Bescheid. Ich kann halt meine Skillbäume auch nicht mehr lesen. Top 10. Wenn es die Runde nicht wird, gibt's ein Kriegsverbrechen in Tilted Towers. Shit, ich habe den Highground aufgegeben, weil ich dachte, die Zone geht weiter. Komm, Harald, gib mir deine Kraft. Ja, mit Nikolas. Oh, nee. Ich kotze im Strahl. Alter, wir haben so einen beschissenen Wendekreis. Vielleicht, wenn ich mich in echt drehe, kann ich mich dann auch im Spiel drehen? Ich meine, er hat's fast geschafft. Das sind die Mechanics. Und jetzt den ganzen Turm wieder runterlaufen. Jawohl. Ob auf dem Bauernhof, da bin ich daheim. Sehen Sie, schmeiß die Gnädel an. Mir dings noch ein Leberkäs-Semmel. So, die Saupreisen können sich gleich wieder verpissen. Darf man Saupreisen sagen oder ist das racist? Baue ein Gehege im Gehege. Alright, wir brauchen unser Fußballfeld doch nochmal kurz. Wir können das mit Barrieren machen, aber ich denke mir, es wäre doch viel cooler, wenn wir einfach ein Loch innerhalb des Geheges machen, das außen eine Art ist und innen eine andere Tierart. Super Idee! Was ich richtig cool finde, ist, dass man hier im Untergrund noch weiter bauen kann. Dann haben die Tiere hier unten gleich einen geeigneten Unterschlupf. Naja. Aber könnten wir theoretisch die Tiere unter diesen Vorsprung setzen und hier direkt weiter buddeln? Ja, was machst du denn hier? Buddeln. Wir können halt jetzt eigentlich noch keine Tiere reinsetzen, weil ich da nicht mehr weiter buddeln kann. Heißt, wir buddeln erst das ganze Loch und danach finden wir raus, ob das Ganze hier überhaupt funktioniert. Ich glaube nicht. Weil ich werde dem Game niemals verkaufen können, dass das hier verschiedene Gehege werden. Also ich hoffe mal, das ist genug Abstand, dass die Tiere nicht von einer Etage in die nächste springen. Schauen wir mal. Ich habe dem Gehege jetzt mal seine Eingangstür weggenommen und dafür diese Mitarbeiterrampe gebaut. Theoretisch sollten die doch Tiere jetzt nur auf diese Etage liefern können. Der mittelamerikanische Tapir sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als könnte der gut klettern. Ich konnte das Game hops nehmen, indem ich hier ein kleines Gehege baue. Die Tiere sind unterwegs. Jetzt noch ein, zwei Scheinwerfer an die Decke, damit man auch was sieht. Sieht man das? Wer hat's erwartet? Der Framerate passt das Licht natürlich überhaupt nicht. Wir machen wieder alles weg. Das sieht doch nach einer tollen Experience für die ganze Familie und für die Tiere aus. Hübscher habe ich die Mitarbeiterwege nicht hinbekommen. Wir haben ein kleines Problem, Kollege, du bist kein Mitarbeiter. The fuck you say to me? Ja, schön wieder zurücklaufen. Begrüßt unsere neuen Tiere. Der Tapir, ein paar Elefanten, Schildkröten und ich hoffe, die purzeln hier nicht runter. Was hat er für eine wilde Gangart? Nashörner, Zebras und Netzgiraffen. Legit, wie cool wäre so ein Zoo in echt? Okay, nee, wait, das nehme ich zurück. Für die Tiere wäre es echt beschissen. Aber scheiß drauf. Hey, hier müssen wir jetzt rauskommen. Oh. Wir zwei sind cool, oder? Was ist das? Willst du auch ein Brötchen? Aber so vom Movement, guckt euch das mal an, wie smooth ich da mittlerweile bin.
sagt er und fliegt auf die Schnauze. Da unten ist eine Bastion, weiß ich jetzt nicht, ob ich das möchte. Eieiei, was sehe ich da? Mein sicheres Verderben. Nee, stopp. Ich habe Stopp gesagt. Halt, stopp, ich möchte das nicht. Bitte höre auf. Überlebe ich das? Ich überlebe es. Da ist irgendwo ein Skelett hinter mir. Ich kann mich nicht umdrehen. Das ist jetzt antiklimatisch. Ich beschuldige sie gleich, rassistisch zu sein, damit sie sich schuldig fühlt. Geil. Ja, bringen wir es hinter uns. Wir machen so racist. Are you a fucking racist? You come to an Asian fusion restaurant and you order a fucking salad. Das ist schon offensive mit dem Salat. Schießen geht auch, wie ziele ich nochmal Eier auf? Plus, guck mal, das geht halt wirklich. Ich würde sagen, ich bin damit halbwegs präzise. Naja. Und da ist schon einer. Pam. Und Pam. Alter, wenn ich den jetzt direkt hole, ne? Alter, was sind das für Lappen? So, 1-1-1-1-1 her mit dem ganzen Scheiß. Ich dachte so, mein Endgoal wird hier einmal einen Kill zu schaffen. Aber wenn die Leute natürlich so spielen... Gut, dass der eine nochmal die Tröte bläst. Die hätte mich ja sonst nie entdeckt. Au mal Mafia Kart. Ich gehe jetzt mal von Mario Kart aus. Wenn du Mafia Kart möchtest, schreib's bitte nochmal. Meine absolute Lieblingsstrecke ist ja Yoshi Valley. Einfach nur wegen der Musik. Die gönnen wir uns jetzt. Wieso haben denn die Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100? Leben wir hier in einer Diktatur? Was hat Deutschland sonst noch zu bieten? Das war ein Joke. You're not canceled! You're a criminal! Ich glaube, ich habe jetzt jede Kurve. Der Aufbau ist echt kompliziert. Mit dem Glättentool bekommt man das echt gut hin, dass die Valleys halbwegs natürlich aussehen. Wenn man das so nachbaut, merkt man erst, wie unbalanced eigentlich diese Karte ist. Junge, manche Wege sind einfach doppelt so lang wie andere. Ich habe mir was für das Ei überlegt, aber dafür müssen wir diese Straßen hier verändern. Wenn ich hier eine Buslinie mache, die einfach die ganze Zeit im Kreis fährt, dann dürfte das die Autos doch hier etwas blocken. Das ist zwar eine zweispurige Straße, ich hoffe, dass hier trotzdem genügend Busse fahren, dass man nicht vernünftig durchkommt. Und gleichzeitig hoffe ich, es werden nicht zu viele. Hier nimmt auch jeder einen anderen Weg. 600 Minuten. Das Problem ist, hier wohnt im Moment noch keiner, weil das alles Autobahnen sind. Was ist das für ein Kombi? Ab in die Schlucht mit euch. Das ist mit dem Gelände gar nicht mal so einfach, hier alles miteinander zu verbinden. Diese Brücke hier unter zwei Autobahnen durch und drunter noch ein Feldweg hat mich jetzt echt an mein Limit gebracht. Egal wo man hier wohnt, man ist halt immer unter der Autobahn. Die Busse stauen sich etwas mehr, als ich vorhatte. Ich mache ein paar weniger. Jetzt haben wir auch Autobahnauffahrten auf die Todesspirale und Steve. Die bekommen sogar ein Karussell, damit ich irgendjemanden überreden kann, hier unten einzuziehen. Stabiler Ort für die Industrie, da fährst du mit deinem LKW aus der Fabrik raus und stehst erstmal 3 Stunden im Stau. So, die Frage, haben wir hier wieder irgendwo... Ja, da ist er, Franks Fischstäbchen, was machst du hier? Raus mit die Viecher! Pumpst du die Fischstäbchen aus dem Grundwasser? Was wird das? Ich will Doppi essen! Doppi!